Watto, hast du noch immer nicht geduscht? Das ist danke, dass du mich darauf hinweist. Ich hörte, du stinkst immer noch. Oh nein. Wollte das nochmal gesagt haben. Ja. Yeah. Gut, dass du für eine Weile ins Minenfeld verschwindest. Huh? Du hoffst, dass ich in eine Mine trete, nein, dass ich nein, nicht ich mehr weiß, rieche. Dass niemand dich riechen muss. Außer Happe. Riechst du dann fein verteilt? Das verteilt ist auch sich gut. Ja, dein Geruch überall hin. Wer kann das denn wollen? Mich stört das nicht. Solange es um Osel geht, ertrage ich alles. Danke, Happe. Wenigstens einer. Happe los. Ja. Ich weiß auch nicht. Ich liebe Tiere. Stimmt, er ist Tierlieb. Hast du jemand seine Taube gesehen? Ich dachte, das gilt nur für Tauben. Er ist gut zu Vögeln. Also, Freunde. Sorry. Meine Damen und Herren, das erwartet Sie heute. Augen hier, hä? Unser Plan sieht folgendermaßen aus: Ihr besorgt das Abführmittel und macht die Leute fertig. Und bitte, das ist eine persönliche Bitte von mir, weil du weißt, die sind dafür verantwortlich, dass Osel in dem Minenfeld gelandet sind. Mach eine doppelte Portion Abführmittel rein. Eine doppelte? Wenn ich so viel mit Feuer finde. Ich will, dass sie ihre Lunge ausscheißen. Die müssen dabei schreien und ihre Lunge ausscheißen. Das war der Plan. Und Sophia hat gesagt, kein Problem, besorge ich. Geht. Ja. Geht. Ja, kurzum, wir versetzen die ganze Bagage ringsum in einem Zug zur Braunhosentruppe. Genau, jeder von denen wird hinterher riechen wie Svartoblock. Das ist deine Drohung. So. Ich brauch dringend eine Dusche. Hoppel, du brauchst noch die Karte. Ja. Ja. Hier hast du die Karte vom Minenfeld. Dankeschön. Ich hoffe, sie ist akkurat. Nicht, dass du mir zerblasen wirst. So. Einer meiner besten Freunde bei der vierten oder fünften Isonzo-Schlacht, der kam nicht aus den Minen zurück. Natürlich nicht. Auf seinen Namen. Aber bevor in die Minen können, müssen wir dafür sorgen, dass Stepanek noch die Wetten aufnimmt. Ah, die Wetten. Ja. Wenn ihr schon explodiert, will ich wenigstens dran verdienen. Und wenn ihr nicht explodiert, will ich auch dran verdienen. War die Wette nicht, dass Osel explodiert? Wir sollen wetten auf, er explodiert gar nicht. Ja. Das ist das Ding. Absolut. Also einer muss noch zu dem Halunken die Wette platzieren. Das klingt nach einer Aufgabe für Svato. Ja, klar. Er kann auf sich selber setzen. Vor uns rennt er weg. Hatte ich dem nicht schon 30 Kronen in die Hand gedrückt? Wo hast du 30 Kronen? Du weißt doch, ich habe 30 Kronen. Du weißt doch. Okay. Ja, warum genau habe ich mich die letzten Wochen um deine Geschäfte gekümmert? Lukas Kaplan hebt die Hand. Pass auf, ich hole den schnell her. Dann kannst du alles mit dem klären, was noch zu klären ist. Das ist und der Rest von uns legt jetzt alle Kronen zusammen, die wir haben. Weil das ist eine sichere Wette, hä? Das ist... Ich sag mal, wenn wir die Wette verlieren, haben wir ganz andere Probleme. Das ist eine Wette. Gut. Und ihr legt am besten euer ganzes Geraffel ab. Weil mit dem ganzen Krempel solltet ihr nicht ins Minenfeld gehen. Haha, ja, nicht, wenn sie auf eine Mine treten, dann ist das alles weg. So habe ich jetzt nicht gedacht, aber das stört ja nur. Ihr solltet nur das Nötigste mitnehmen. Schmerlinger passt auf das Equipment auf. Ja, das kann ich gut. Und auf die Esel. Ja. Das ist dann meine Aufgabe, ihr findet mich dann bei unserem Gepäck. Du solltest bitte unbedingt auf Eugenie aufpassen. Die ist beladen mit Sprengstoff und Leuchtmunition. Und den Sprengstoff benutzt, um drauf zu sitzen. Ja, nee, die laden wir alle ab. Und eine von den Sprengstoffkisten, die sollen wir ohnehin hier übergeben. Ah. Damit werden dann die letzten Stellungen gesprengt, wenn das hier aufgegeben wird. Sehr gut. Wir sollen den Pionieren Sprengstoff geben. Ja, ist nun mal unser Auftrag, ist doch nicht meine Schuld. Wir werden sehen. Gennaro muss also eine Audienz kriegen mit den Pionieren, um die Küche zu kriegen. Ja, ich weiß schon, bei wem. Bei wem? Na, bei deren Feldwebel. Der Rudolf Schernhammer. Schernhammer. Folgendes lasse ich an meinem Körper. Ja. Eine Pistole, eine Feldflasche, die Hardkeks und die Karte. Die Kekse. Die Kekse, wer weiß. Ja. Pack alles zur Seite, was du nicht dabei hast. Kannst du dann später wieder sortieren. Svato soll das ähnlich machen. Ja, auch Svatopluk sollte nur das Nötigste mitnehmen. Ich werde auch eine Packung Hardkekse, mein Bajonett und für den Fall der Fälle meine Eselspeitsche mitnehmen. Ich weiß nicht, ob Osel sich freiwillig bewegen wird. Ja. Ich habe die Peitsche noch nie bei ihm einsetzen müssen. Bisher hat er immer auf mich gehört, aber ich nehme sie sicherheitshalber einfach mit. Ja, also er hat ja auch einen erbärmlichen Anblick gegeben, als du ihn da spät hast. Ja. Kommt, Osel. Was ihr bei den Lichtbedingungen mitnehmen solltet, ist eine Lampe. Habe ich nicht. Ich kann euch aber einfach eine geben. Es ist ein Feldlager. Ah. Es ist nicht übermäßig schwierig, an eine Lampe heranzukommen. Aber eine zu haben, kann den Unterschied zwischen Leben und Tod machen in einem Minenfeld. Ist gefüllt, würde ich sagen. Die Lampe ist natürlich mit Brennmaterial gefüllt. Da steht's doch drauf. Ja. Da ist drin Mafimes feinstes Lampenöl. Frage nur ganz kurz.
Einfach, weil ich nett bin. Einer von euch auch Streichhölzer oder so. Die ist doch schon an, wenn sie losgeht. Deswegen falls die Lampe ausgeht. Ja. Ja, das ist gut gedacht. Oder um sie anzumachen. Ja. Gute Idee. Wolltest du nicht laufen und wen holen, Lukas? Ja, ich bin schon weg. Jetzt stellt euch doch mal vor, jemand würde etwas erfinden, womit man das automatisch anmachen kann. Feuerzeuge. Meinst du so einen Schalter? Nein, Lampen. Feuerzeuge. So wie ein Lichtschalter. Oder sowas wie Lichtschalter, Olli. Wir sind im Ersten Weltkrieg. Wenn du drehst es und ein Funke entsteht. In der Lampe. Und dann geht das an. Ja, gibt's, glaube ich, seit 1800. So wie Feuerzeuge. Nicht bei uns in Tschechien. Ja. Da, wo die Esel leben, gibt's das noch nicht. Das so. Ihr Hinterwäldler. Da, wo die Esel leben. Also jetzt nun. Kronen raus auf den Tisch. Alles, was ihr an Geld habt. Heller interessiert mich nicht. Ja, also ihr poolt euer Kapital für die Wetten. Egal, was ich habe, ich lege es hin, weil wenn es nicht ich klappt, bin ich tot. Ich habe nur Gottes Gnade bei mir. Ja, das... ich passe drauf auf und gebe es dem Stepanek. Ja, 30 Kronen, zähl mal mit. Guter Wille vielleicht. Und dann macht ihr euch auf den Weg, nicht wahr? Also Happel und Zwartoblok haben ja nicht viel Zeit zu vergeuden. So ihr müsst das letzte Licht des Tages nutzen, das ihr habt. So auch das Lager ist noch beleuchtet. So eine Lampe ist zwar eine feine Sache, aber eher als Ergänzung. Ihr macht euch also auf den Weg zum Minenfeld. Ich habe plötzlich einen Ohrwurm von irgendeinem Song, wo ich dich gerade so habe gesehen. Ich schmeiß die Kronen durch das Lager und schreibe. So ist es. Ja. Eher so ein Klirr, Klirr. Das Schicksal von Osel. Stimmt, ich hatte Tars dabei, ne? Ja. Auch mit. Ja. Das mit dem Hund übrigens ist so eine Sache, ne? Der hört nicht auf dich. Also du kannst ihn mitziehen, aber warum willst du einen Hund mit in ein Minenfeld nehmen? Der kann ja keine Minen noch spielen. Mach das nicht, ich glaube, der Tars sollte da bleiben. Wir machen das schon, wir zwei. Aber hast du gesehen, wie schlau der ist? Ich glaube, der kann Sprengstoff schnüffeln. Ja, ich weiß aber noch nicht, wie der auf meinen Esel reagiert. Okay. Ja, die kennen sich doch schon. Weniger Risiko für uns, wenn wir Tars uns im Minenfeld kann bewegen. Zurückgehen. Stell dir vor, wir kommen alle zurück und Tars explodiert im Minenfeld. Wie willst du ihr das erklären? Also folgendes. Tun sich völlig neue Abgründe auf. Meinst du schaffst es, das Abführmittel zu organisieren? Ja. Während ich schon mal versuche, wo ist der andere Koch? Der Weber? Ja, wo ist der Weber? Der ist irgendwo am Rumrennen. Oh Gott, ich brauche den Weber. Ich versuche schon mal Zugang zur Küche zu bekommen. Ich nehme mir den Bräuer und stiefel los. Pass auf die Nonne auf. So. Ihr macht euch also auf den Weg, um Abführmittel zu beschaffen. Otto Bräuer und Schwester Sophia. Ein Paar, das ungleicher nicht sein könnte für so einen Auftrag. Der Strafsoldat und die Nonne. Mancher im Offizier krempeln sich die Fußnägel allein bei dem Gedanken hoch. Ich hoffe, auf dem Weg trefft ihr noch den Typen zum Wetteplatzieren. Ich werde auf jeden Fall darauf achten, Stepanek noch zu finden. Super. Also ich fühle mich sicher mit Hallo, Freude. Ich will meine Wette setzen. Ich suche erst Weber, bevor ich zur Küche gehe. Ja. Ich schulte mein Gewehr und gehe mit dir. Dann komm, Tars, dann komm bei mir mit, wenn die dich beim Minenfeld nicht wollen. Ja, du machst dich also auf den Weg, Weber zu suchen, den Hilfskoch des Lagers und den einzigen Koch des Lagers, dem du ja schon bei eurem letzten Besuch bei Gloria den Hintern gerettet hast, als du für die Budapester Husaren gekocht hast. Man tut, was man kann. Nun ist seine Lage noch aussichtsloser. Er steht auf dem Hauptplatz des Lagers vor der Stabsbaracke, dort, wo bei eurer Ankunft noch die Gulaschkanone geparkt hat. Die aber nun bereits mit dem restlichen Train abtransportiert wurde, sodass ihr ausschließlich noch die Lagerküche zur Verfügung habt, die eben dummerweise von den Pionieren belagert, besetzt und in Beschlag genommen wurde. Weber zieht nervös an einer Zigarette, die er sofort in den schlammigen Boden des völlig aufgeweichten Lagers, das die letzten Tage genauso viel Regen abbekommen hat wie die restliche Landschaft, aus den Boden wirft, austritt, aufschaut. Herr Gorlami. Machen wir uns an die Arbeit? Haben wir einen Plan? Wir haben einen Plan. Ich weiß nicht, wie wir das schaffen sollen. Die Offiziere erwarten ihr Essen in weniger als einer Stunde. Es ist kaum genug Zeit, um irgendwas zu kochen. Das wird gehen. Wenn es ein bisschen über eine Stunde dauert, kein Problem. Der Geruch wird sie für alles entschädigen. Wichtig ist nur, dass wir in die Küche kommen und zumindest verhältnismäßig unbeobachtet sind. A, muss ich mich konzentrieren. B, ist das wichtig für den Plan. Den Plan. Naja, und nun? Werden wir erstmal schauen, dass wir überhaupt in die Küche reinkommen. Wie viele von denen sind denn da drin? Sind da überhaupt welche drin oder stehen die nur davor? Naja, wo ist überhaupt die Küche?
Genau wie beim letzten Mal, beim Verpflegsplatz. Hier sieht doch alles anders aus. Die Gulaschkanone steht nicht mehr da, alle Gänge sind, die Schilder sind abgerissen. Was haben die überhaupt alles mitgenommen? Alles? Kommen Sie mit. Eine ganze Menge, ja. Hier wird ja alles abgebaut. Und einige der Tiefbunker sind bereits gesprengt worden. Hauptsache, der Boden sackt uns nicht unter den Füßen weg. Ja, das fehlt noch. Da vorne links. Aktuell, seit gestern früh, lungern da immer so 2 bis 3 von ihnen rum. Aber der Rest ist ja nicht weit. Also mit Gewalt kommen wir da nicht wirklich weiter. Ich meine, ich weiß, die Leute nennen sie die Faust vom Gardasee, aber... Stellen ihnen gutes Essen in Aussicht. Das wird wohl ein Grund sein, uns kochen zu lassen. Ja, ihr erreicht also den Verpflegsbereich, wo die Tische stehen, wo die Männer was essen können, wenn es denn was zu essen gibt. Und insgesamt lungern da gut 2 Dutzend Pioniere auf dem Platz herum. Die haben dann nämlich ihre gesamte Beute zusammengetragen. 2 Dutzend? Ja, ja. Also die ganzen, wenig, die hätten wir ja gepackt. Also das ganze Material, das die da so gerafft haben, ist da aufgestapelt. Da hocken die also rum. Bei der Küche selbst... Dann muss ich nochmal zurück zu den Eseln. Sind es nur 3. Aber die sind natürlich in Rufreichweite. Warte mal ganz kurz. Aber jetzt mal ohne Spaß, dann muss ich nochmal zurück zu den Eseln, weil dann brauche ich noch eine Fuhre Gulasch. Noch eine? 24 Leute? Du musst ja nicht die Pioniere abfüttern, sondern die Offiziere des Lagers. Ah, okay. Wie viele waren das? Und das sind ja nur 10. Ah, okay. Easy. Ja, das kriege ich hoffentlich hin. Ja, ich glaube, da hattest du dir überlegt, das Gulasch zu strecken. Ja, ja, genau. Ja, was heißt nur zu strecken? Ein Gorlami streckt nicht. Ein Gorlami verfeinert. Ein Gorlami verfeinert. Ja. Mit den Pferden, die ihr findet. Also ihr kommt auf die Küche zu. Einer von den Pionieren schaut auf, hört auf, sich mit dem Grabendolch unter den Fingernägeln rumzupulen. Steckt das Ding weg. Kommt auf euch zu. Na, Weber? Hab ich dir nicht gesagt, du kannst dich verziehen? Wir kommen hier schon zurecht und du kannst eh nicht kochen. Ja. Buongiorno, Freunde. Das ist überhaupt kein Problem. Ich brauche eh seine Hilfe. Er muss nicht kochen, er muss nur was schneiden, ein bisschen was hacken. Überhaupt kein Problem. Wichtig ist nur, dass die Offiziere pünktlich ihr Essen haben. Gorlami, meint einer der 3. Steht langsam auf. Buongiorno. Glaubst du, ich weiß nicht, wer du bist? Ich hoffe, du weißt, wer ich bin. Ja, weil ich weiß, wer du bist. Ich hoffe, du weißt, wer ich bin. Ja, weil ich weiß, wer du bist. Und ich hoffe, du weißt, wer ich bin. Du hast den Weichselbraun hast du verdroschen und den Sladek. Und wie ich das habe. Gut, oder? Sie schauen dich mit eisigem Blick an. Von der anderen Gruppe, bei den Kisten und Fässern, bei den Tischen, kannst du sehen, wie einige zu euch rüberschauen. 2 kommen bereits dazu. Was ist denn jetzt der Plan? Bei mir haben sie Dresche angedroht, wenn ich wiederkomme, meint Weber. Freunde, überhaupt kein Problem. Autogramme gibt's später. Aber jetzt müssen eure Offiziere erstmal verpflegt werden. Wenn das nicht passiert, möchte ich weder in meiner Haut stecken, weil die ziehen sie garantiert als Erste ab. Aber während sie das tun, muss ich leider berichten, dass ihr mich gehindert habt, für sie zu kochen. Und dann ziehen sie eure als Zweite ab und weiß ich nicht, was ihr so macht. Unter Pionieren, keine Ahnung, putzen damit eure Flammenwerfer oder tragen sie als Hut. Haut? Du? Haut? Menschen? Nein, Gorlami. Du kommst nicht in die Küche, ohne dass unser Feldwebel, der Schernhammer, sagt, dass das so geht. Da gehst du dir mal schön zur Audienz jetzt da. Findest ihn da hinten, hinter den Sandsäcken, bei den Kistenstapeln, bei unserem Beutelager. Wenn der Schernhammer sagt, du darfst kochen, dann darfst kochen. Ansonsten kommst hier nur als Karpatenschnitzel rein. Katzo. Kein Problem. Dann mach ich das mal. Ich drehe mich um und streiche meinen Schlagring. Unauffällig. Lauf in die mir gewiesene Richtung. Ja. Du machst dich auf den Weg dorthin, wo Feldwebel Schernhammer Pfeife rauchend wie so ein Hunnenkönig oder ein erfolgreicher Mongole auf einem Berg aus Raubgut sitzt, also wie man das aus mittelalterlichen Horrorgeschichten kennt. Und
ja, der scheint da Audienz zu halten mit seinen Männern. Also er sitzt da auf einer Kiste, hört sich da also gerade das an, was einer seiner Leute zu sagen hat. Ein weiterer steht an. Er gibt dem einen eine Flasche Bier, schickt den weg, schaut dann zu euch. Einer der Männer von der Küche hat euch derweil überholt auf einem anderen Weg hinten herum, denn das Lager ist ja schrecklich verwinkelt mit diesen ganzen Erdwällen und Sandsäcken und kommt bereits von hinten heran an den Feldwebel Schernhammer und flüstert ihm etwas ins Ohr. Er nimmt seine Pfeife aus dem Mundwinkel. Der gehört zu den Offizieren, oder? Er ist ein Unteroffizier. Na gut, okay. Also das ist keiner von denen, die jetzt da bekocht werden wollen mit dem Gulasch. Ja. Aber das ist jetzt vor Ort vermutlich der höchste von den Pionieren. Wie heißt der Typ? Hm? Schernhammer. S-C-H-R-N-Hammer. Mhm. Nicht zu verwechseln mit Sternhammer. Kein Problem. Den es hier gar nicht gibt. Hätte ich mir so sparen können zu sagen. Ja, pafft also seine letzte Wolke aus. Gorlami, Ihr Ruf reicht Ihnen voraus. Ja, kommen's näher. Was kann ich denn für Sie tun? Ich hab schon gehört. Sie haben einen Akquiseschein für Verpflegungsmittel und können die leider nicht bekommen, weil der Verpflegungsposten aufgelöst wurde. So ein Schaden. Ich muss mit meiner Irritation noch kurz. Gazo. So eine Schande, meint einer der beistehenden Pioniere. Ja, tatsächlich eine Schande, aber so ist das mit der Organisation. Man wird von A nach B nach C geschickt, D weiß nicht, was er gesagt hat. Und dann steht man hier und denkt sich, was mache ich? Aber zum Glück habe ich einen Auftrag bekommen, ist also überhaupt kein Problem für mich. In erster Linie ist es für mich als Feldkoch nur wichtig, Ihre Offizier bekochen zu können. Das schnellstmöglich, denn ich habe den Auftrag bekommen, dass es schon in einer Stunde fertig sein muss. Und das ist selbst für mich eine ziemliche Herausforderung. Das verstehen Sie sicherlich. Ja, das verstehe ich. Aber da habe ich eine schlechte Nachricht für Sie, weil da können Sie mich nicht bezirzen. Mein Offizier, der gute Herr Schlegelmeier, der ist gar nicht hier. Der ist auf Jagd, auf einem Jagdschloss und verlustigt sich da. Aber dann sind ja hier immer noch 9 andere. Ja, aber nicht meine Vorgesetzten. Gut, das hat ja damit nichts zu tun. Dann spreche ich jetzt als erstes mit denen. Nein. Sie sprechen hier mit mir. Dieses Lager wird aufgelöst. Wir haben das hier in Beschlag genommen. Und das steht unter unserer Kontrolle. Solange mein Vorgesetzter nicht sagt, dass ich irgendwem davon etwas gebe, gebe ich niemandem etwas davon, außer ich entscheide, dass ich etwas davon vergebe. Also müssen Sie schon mich zufriedenstellen, Gorlami. Ja, mich. Auch wenn ich nur ein kleiner Feldkoch bin, ohne irgendeinen Einfluss, so weiß ich doch, dass es eine Befehlskette gibt. Und wenn ich den Auftrag bekommen habe, für die Offiziere zu kochen, dann habe ich den Auftrag bekommen, für König, Kaiser und Vaterland zu kochen. Und davon werden Sie auch mich nicht abhalten können. Denn wie sagt schon ein gutes italienisches Sprichwort? Di fazio un culo così. Heißt so viel wie, mit Ihrer Gnade wird es mir möglich sein, für meine Vorgesetzten zu kochen. Kleine Anmerkung, heißt so viel wie, ich werde dich richtig ficken. Habe ich mir vorher extra rausgesucht, weiß er nicht. Hoffe ich in diesem Moment. Ich glaube, da spricht niemand Italienisch. Das hoffe ich gerade sehr. Lassen Sie es doch Deutsch, Sie halbe Treubruchnudel. Gerne. Und wenn mich nicht alles irrt, hat Weber den Befehl bekommen zu kochen für die Offiziere. Und er hat jede Möglichkeit, Sie zu enttäuschen. Wenn Sie meine Küche benutzen wollen und meine Vorräte benutzen wollen, da tun Sie was für mich. Da kochen Sie für mich und für meine Leute. Wie gefällt Ihnen das? Wie viele Leute? Ich habe hier 30 Mann Mannschaft, dazu 20 Mann Anhang. Wir haben 8 Unteroffiziere. Und wir haben ein paar Freunde hier von den Preußen, von den Flammenwerfler-Ausbildungsgruppen. Ich sag Ihnen jetzt, was ich von Ihnen will. Und Sie sagen mir, ob Sie das leisten können. Denn Sie sind doch, ach, so ein Zampano der Küche. Die Preußen reden die ganze Zeit über unser ungenießbares Essen. Da können Sie sich in die Bresche werfen für König und Kaiser.
will eine zünftige Erbsensuppe für unsere preußischen Kameraden, für meine Männer. Also Erbsensuppe für 40 Mann. Haben wir getrocknete Erbsen? Ja. Ohne Ende? Also er wird welche haben, also ja. Lager. Ja. Ihr habt sie ja hingeliefert vor ein paar Wochen. Ja. Getrocknete Erbsen gibt es ohne Ende. Also dieses Zeug, was man in den Bergen, damit kannst du Leute totschlagen. Muss natürlich einweichen oder ewig kochen. Ne? Und für mich und meine Unteroffizierskameraden und vor allen Dingen für den Oberbrandmeister von den preußischen Flammenwerflern, die kommen übrigens aus Pankow, das ist bei Berlin, die kennen gutes Essen, da will ich was Anständiges, etwas wie aus einem Wirtshaus. Mir schwebt davor Sauerkraut, Erbspüree und Eisbeine oder ein paar kräftige Haxen. Und mir ist egal, wie Sie das machen. Sie können sich an meinem Material hier frei bedienen, solange ich das bekomme, was ich will. Erbsensuppe für meine Männer. Erbsensuppe für wie viele? Na, so 40 Portionen, denke ich. Machen Sie ruhig 50. Haben wir überhaupt die nötigen Materialien, wie Sie es genannt haben? Man sagt, Sie können zaubern. Für Haxe oder Eisbein? Oder haben wir wenigstens irgendwo ein Schwein? Woher soll ich das wissen? Bin ich ein Koch? Oder ein fetten? Sie schauen sich um. Oder einen fetten Pionier. Was haben Sie gesagt? Am besten was von hier. Aha. Ihnen eilt der Ruf voraus, dass Sie so selbstbewusst wären, aber jetzt, wo Sie vor mir stehen und etwas von mir wollen, da sind Sie ganz brav, ja? Schön, so wollen wir es haben. Sie kochen fein für mich und dann werden wir gute Freunde, ja? Zum ersten Mal in meinem Leben bete ich gerade zu Gott, dass unsere Ordensschwester wirklich, 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 wirklich viel, wirklich starkes Abführmittel bekommt. Ja, du willigst also diesem vergifteten Deal ein. Also warte mal ganz kurz. Die Gegenseite noch nicht weiß, dass er eurerseits auch vergiftet sein wird. Aber da ich auch noch nicht weiß, was da ist, schreibe ich jetzt einfach mal nur auf Wirtshaus Essen. Ja. Für wie viele? Na, die Unteroffiziere, also knapp 10 Mann da. Ach so, das sind die auch den Gulasch eigentlich kriegen sollen. Nein, das sind die Offiziere. Oben, ganz oben in der Armee sind die Offiziere. Ja, schon klar. Darunter sind die Unteroffiziere und darunter ist der Rest. Ja, mal 10 und dann auch nochmal 10 mal dieses Wirtshausessen. Nice, 70 Portionen, easy, let's go. Ja, du kannst ja dann erstmal sichten, was da so alles ist. Ja, das muss ich sowieso, weil... Das ist ja alles zu Bergen aufgestapelt. Also die Forderungen, die der hat, die sind schon hochgestochen. Aber unmöglich ist das nicht. Das hängt ganz davon ab, was du da findest. Unmöglich ist sowieso gar nichts. Habe ich das laut gesagt? Und wenn streunende Hunde plötzlich verschwinden und es dann Schweinshaxen gibt. Wer weiß. Nein. Ja. Das streunen lassen. Ja, Schwester Sophia und Breuer sind derweil zur Lazarettstelle gegangen, die größtenteils abgebaut ist. Das Rote Kreuz vorne und oben auf dem Dach, die sind bereits entfernt worden. Das meiste Material ist auf Karren verladen. Und die beiden luftigen Außenzelte, wo Kranke Frischluft bekommen, die sind auch bereits abgebaut. Die ganzen Verwundeten und Kranken, die es da gegeben hat, sind abtransportiert. Die medizinische Verpflegungsstelle dort ist größtenteils aufgelöst. Ein einzelner Hilfsarzt schiebt drinnen noch Dienst zusammen mit einem Sanitäter. Die packen die letzten Sachen zusammen. Und ein Wachsoldat steht draußen auf Wache. Und das Erste, was er macht, als er Otto Breuer sieht, ist sein Gewehr zu greifen, das neben ihm an der Wand lehnt, es auf Brusthöhe zu heben. Sagen, halt, anlegen! Die Frau hat ein Anliegen, ich habe kein Anliegen. Ach, Schwester! Ja, dann, na klar. Dankeschön. Ich bin nur gehen da mal rein. Begleitung. Ja, bitte, gehen Sie rein. Bin jetzt im Wachbataillon. Sehen Sie Ihre Leibwache? Ja. Regelrechte Gardeeinheit. Siehst du nicht meine neuen Hosen? Ich gehe hinterher. Ja, neue Hosen wären auch mal was Schönes. Ja, nicht wahr? Also ich gehe da straight rein. Ja. Ja. Ja, in Begleitung einer Krankenschwester. Das Rote Kreuz auf jeder Schulter ihres Capes und den Gnadenhund an ihrer Seite, der auch nochmal eine Rotkreuzweste trägt, hat niemand Zweifel daran, dass du da rein darfst. Der Sanitäter drin, der gerade einen Verband von einem Verwundeten mit Beinwunde wechselt, schaut nur kurz auf, nickt dir zu und macht mit seiner Arbeit weiter. Und der Hilfsarzt nimmt kurz seinen Nasenzwicker ab.
Neue? Ja. Hallo. Ja, wir packen alles ein. Ich hoffe, es ist nichts Ernstes. Was hat der Mann? Nee. Sagt Breuer. Nee, der hat einfach nur ein leichtes Magendrücken. Leichtes Magendrücken? Leichtes Magendrücken. Also, wenn Sie mir direkt helfen könnten, ich bräuchte Abführmittel. Ah, ja, das ist alles schon auf dem Wagen draußen verladen. Da gehen Sie raus aus dem Zelt, ja? Und da in der Schutzbucht, da steht der Wagen mit dem Material. Bedienen Sie sich, was Sie brauchen. Ach, kommen Sie, Breuer, wir gehen direkt wieder hin. Ich geh mal mit, ja? Besser ist. Einfacher als gedacht. Gibt's alles, was ich brauche? Gibt's, ja. Du hörst irgendwo, der Wind säuselt an dein Ohr. Ich hab nur das Problem, dass meine Taschen so voll sind. Das hat Konstantin Happel, hat irgendwo sträuben sie ihm sich gerade Nackenhaare. Der hört so ein Kokain. Ja. Ich bin dafür, dass wir da sehr selbstbewusst hingehen und das einfach nehmen, was wir brauchen. Ich mach die Tür hinter uns einfach direkt wieder zu. Ja. Ja, und dann geht ihr direkt mich erstmal um. zu dem Kahn. Da ist gerade Zeugen haben. Da ist niemand. Okay. Also ich wühle da auch ganz selbstbewusst drin rum, weil ich. Also ihr geht zu dem Wagen, ne? Ja. Ich lehne mich daneben und steh schmiere. Ja, also Breuer klappt dir die hintere Trittleiter runter, damit du gut hochkommst, und lehnt er sich daneben und macht das, was er am besten kann, Schmiere stehen. Hm. Du steigst. Habe ich mit Zwarte geübt. Wirfst du? Da kippt die Würfelkamera. Die Würfelkamera. Die wird wichtig heute. Die Würfelkamera wird nämlich von Wolpi, unserem Studiomaskottchen, der Wolperratte, gehalten. Yeah. Wolpi ist heute weniger fähig darin als beim letzten Mal. Das gesamte Studio hat abgenommen. Spontaner Schwächeanfall bei Wolpi. Haben wir noch einen zweiten Wolpinger? Spontane Ermüdung. Wir haben natürlich noch eine zweite Wolperratte. Hier bei mir neben dem Streamdeck sitzt May, die Wolperratte. Aber wir können ja jetzt nicht die Würfelkamera von allen Seiten mit Wolperratten einbauen. Nee, alles gut. Lösung ist Zement. Gut. Das Kabel hat zu sehr alles wieder gut. Du steigst also auf den Wagen rauf, wo das ganze Material verladen ist. Ihr habt hier hauptsächlich die Sanitärausstattung. Ja. Sanitärausstattung heißt in dem Fall allerdings nicht, dass da Kloschüsseln oder sowas draufstehen, sondern Bettpfannen, Klistiere, andere Einlaufapparate und Geräte zur Unterleibshygiene. Soldaten haben damit unter gewisse Schwierigkeiten, gerade wenn Truppenbordelle in der Nähe sind. Breuer, ein Einlauf hilft uns nicht, ne? Naja, wenn jeder einen kriegt, aber dann weiß ich nicht, ob wir rechtzeitig fertig werden, ne? Ja, also du räumst da so ein paar Sachen hin und her. Das ist ja alles in Kisten verstaut und dann findest du tatsächlich, also wenn das jetzt, wenn das Pulp Fiction wäre, dann würdest du den Deckel anheben und ein goldener Lichtschein würde dir über das Gesicht und über die Oberkörperbekleidung fluten. Da ist es, ja. Denn aus dieser Kiste lachen dich, in Holzwolle verpackt, zahlreiche Flaschen von verschiedensten Abführmitteln an. Das sind Abführmitteltabletten, Abführmitteltabletten für Kinder, die sind mit Süßholzgeschmack sehr lecker. Es gibt Abführmittel flüssig, Abführmittelgranulat in verschiedensten Stärken und für die orale und für die rektale Verwendung. Das ist buchstäblich alles, was ihr braucht, um theoretisch die halbe russische Armee im Frontabschnitt dazu zu bringen, die Landschaft umzufärben. Daran kannst du dich fleißig bedienen. Also ich glaube, das Süßholz müssen wir hier nicht raspen. Lass mal das Granulat und die Flaschen mitnehmen. Okay. Ja, also du stellst also einen, nach deinem Kenntnisstand, hochpotenten Cocktail aus einer Auswahl der vielversprechendsten Mittel zusammen. Eine wahre Teufelsküche, sofern sie schließlich zusammengefügt wird. Ja, mit etwas Glück ist das eine Komposition, bei der man nicht weiß, ob es oben oder unten rauskommt. Ja. Wenn es ganz schlimm läuft, beides. Verteilt auf deine Taschen in der Schürze, verteilt auf die Jackeninnentaschen von Breuer und natürlich auf Tars, den noch nie jemand durchsucht hat, solange du dich entsinnen kannst. Und wenn du halunkenhafter gesinnt wärst, dann könntest du das schamlos nutzen. Also auch, falls dein Charakter sich spontan wandeln sollte und du halunkenhafter also wirst. Ein bisschen schlechtes Gewissen habe ich schon, aber ist ja für einen guten Zweck. Gott sieht alles. Ich mobs mir ein paar der Tabletten. Ja? Du mobst ja. Könnte ja mal nützlich werden. Man weiß werden. Okay. Man weiß ja nie. Ja. Vielleicht mische ich es hier Happel ins Kokain, wer weiß. Und dann ist Tablette jetzt, ist Tablette. Hä? Wenn ich das richtig verstehe, ist euer Plan da einfach ganz selbstbewusst wieder rauszumaschen. Ja. Ja, einfach raus. Mhm. Wird schon keiner was sagen. Also wenn ich das nicht mit Recht nehme, weiß ich auch nicht. Ja.
So, also das ist jetzt natürlich so eine Situation im Rollenspiel. Da könnten wir jetzt eine Herausforderung draus machen und eine Würfelprobe werfen. Aber das wäre nur dann der Fall, wenn da tatsächlich irgendjemand Misstrauen hegen würde. Und das tut in dem Fall tatsächlich niemand. Und da niemand ein Misstrauen hegt, kann auch niemand irgendeines, kann auch bei niemandem irgendeines geweckt werden. Und ja, ihr marschiert da einfach wieder raus mit einer wundersamen Beute an den medizinischsten Wunderwerken der... Alles für den guten Zweck. Ja, wir reden uns das einfach weiter schön, ne? Ja. Das nennt man dann eine Kakophonie. Die sollten nicht sofort damit zur Küche gehen. Nicht, meinst du? Nein. Die werden am Anfang noch neugierig gucken, was er da macht. Dann lass uns doch ins Lazarett zurückgehen und so tun, als würdest du einen Schluck nehmen. Nein. Musst du doch nicht wirklich machen. Ja, aber wozu? Keiner fragt. Na gut, dann lassen wir das so. Wir gehen jetzt zu hier Schmerlinge und setzen uns hin und trinken einen Tee. Wir haben den guten Part. Wir könnten Kaffee trinken. Hast du Kaffee? Ich hab Kaffee. Dann trinken wir Kaffee. Der Krankenpfleger schaut auf. Sie haben Kaffee? Okay. Ja. Jetzt etwas weniger als vorher scheinbar. Kann man sich da vielleicht auf eine Tasse einladen? Der Kaffee ist nämlich schon abtransportiert worden. Wir hatten heute Morgen keinen mehr. Ja, natürlich. Das ist großartig. Toll, ist als hätten wir einen Lukas dabei. Aber guter Punkt, Lukas könnte Wasser holen. Das stimmt, ja. Ich mache den Kaffee, aber ich werde nicht das Wasser holen. Wo ist der denn schon wieder? Gute Frage. Wo ist der Wet Boy? Ich ruf mal ins Lager hinaus nach Kaplan. Ja. Jetzt aber nicht ins Und dann macht ihr euch auf den Weg zu euren Eseln und zu eurem ganzen Material vor einer der Quartiersbaracken, wo sich Schmerlinger es gemütlich gemacht hat und wo ihr natürlich euch auch eine Runde aufs Ohr legen könntet, wenn sich Zeit dazu findet. Da trefft ihr dann auch wieder auf Kaplan, der nämlich den lokalen Kontakt von Svartopluk aufgetrieben hat. Ach, Stepanek. Was gibt's? Wir wollen Wetten setzen. Ja? Ist Golami in der Nähe? Nein. Golami ist da hinten bei der Küche. Das ist gut, weil... Was ist dein Problem mit Golami? Hast du Angst vor Golami? Ja. Ich bin ja nicht von Sinnen. Natürlich habe ich Angst vor Golami. Tritt jemand nicht auf die Füße. Ich hatte noch nie Probleme mit Golami. Keine Sorge, mit Lukas. Klopft ihm auf den Rücken. Wir wollen nur mehr Wetten abschließen. Ja. Auf Diesel explodiert nicht. Wenn ihr alle wettet darauf, dass der Esel nicht explodiert, dann werden Leute sagen, ich habe die Wetten manipuliert. Nur ich wette. Wir haben zusammengelegt. Ja. Komm. Ihr hört euren Wetteinsatz. Du schaust zu, wie er das einträgt. Trägst es ein. Du kannst auch in seinem Buch sehen, also du kannst zwar nicht genau lesen, was er da geschrieben hat, weil er hat so eine komische Tschechenklaue. Ja, kannst du halt nicht lesen, nicht? Nee. Der Tscheche. Ist ja nichts Falsches bei. Nee, das sagen einige. Aber du kannst sehen, dass die Pioniere alle auf unterschiedliche Zeitpunkte gewettet haben, wann denn der Esel explodiert. Einige haben natürlich schon verloren. Ja. Die Wetten sind ja erneuert worden nach dem ersten Tag, weil am Anfang haben alle in Stunden gewettet. Ja. Nun ist es in Tagen und Tageszeiten. Ja, ihr regelt das alles. Mhm. Wo wir vom Esel sprechen, man könnte das Ganze hier ja auch unter dem Namen Operation Osel Zumas Rache laufen lassen. Nicht? Denn im Kern dreht es sich ja um Osel und die Vergeltung des schrecklichen Unrechts, das ihm angetan wurde. So sieht's aus. Svartopluk und Happel machen sich auf den Weg zum nördlichen Perimeter Happel ist so des schnell, Feldlagers. Komm nicht hinterher. um Osel retten zu gehen. Das Schicksal von Osel, dem Esel, hat einige von unseren Zuschauern übrigens sehr bewegt. Und wir haben zahlreiche Fanart-Einsendungen bekommen von Osel, dem Esel. Und bevor wir also dorthin gehen, wo Osel tatsächlich ist, wollen wir uns doch mal anschauen, wie unsere Zuschauer sich das vorgestellt haben. Wie das aussieht. Ja, und zeigen euch dazu mal ein paar Bilder. So. Beginnen wir mal mit Bild Nummer 1. Ja. Hier ist Nummer 1. Ja, also, ich sag gleich als Eselsführer,
Gut getroffen, die raushängende Zunge und das runterhängende Ohr. Ja, ich habe hab mir auch große Mühe gegeben, das beim letzten Stream so ein bisschen darzustellen, nämlich da ein bisschen zum Affen mitgemacht. Oder zum Esel in dem Fall. Also hier sehen wir auf jeden Fall einen sehr glücklichen Osel. Ich weiß nicht, ob er tatsächlich so happy sein wird auf seinem Stein. Ich glaube, der ist eher psychisch. Also der, das sieht eher so aus, als wäre er so. Na, der hat Glück entdeckt. Was ist die Fachmeinung von Schwester Sophia? Ist das Delir? Nee, der ist einfach nur glücklich, weil er Svatopluk entdeckt hat. Ja. Das kann sein. Ich dachte, er steht da wirklich einfach so mit dem Gedanken, ich weiß nicht, was ich hier soll. Wie bin ich hierher gekommen? Also ich als Eselsführer kann euch das ganz kurz übersetzen. Sein Blick sagt tatsächlich eins und das, hui, guck mal, so viele Minen. Also Flo, so wie du dich in die Gedanken eines malträtierten Esels versetzen kannst, muss ich sagen, beim nächsten Abenteuermodul muss ich gleich überlegen, ob du nicht die Esel spielen solltest. Ja, mach ich. Ja, schauen wir uns das zweite Bild an. Ja, das ist nämlich mehr als eins. Oha! Hier hat sich Qualentina Gedanken gemacht, wie das denn wäre, wenn Osel nicht nur ins Minenfeld getrieben wurde, sondern auch noch eine Pfanne für Gorlami aufgetrieben hat, die wir da aus seinem Sattel gucken sehen. Auch hier der Gesichtsausdruck, Svatopluk. Ist der gut getroffen? Erkennst du deinen Osel? Schon sehr. Auch wenn die Farbe tatsächlich nicht ganz stimmt. Ja? Ja. Osel ist eher braun als grau. Aha. Aber doch sehr gut getroffen. Ja. Sehr gut getroffen. Das Gesicht. Kann man vielleicht umlackieren? Vielleicht. Aber hast du die süße Schnute gesehen? Ja, war sehr süß. Ist ein schönes Bild. Gefällt mir sehr gut. Ja, vielen Dank dafür. Hat er Schnute gemacht? Schauen wir uns das dritte Bild an. Oh. Ja, das ist sehr gut getroffen. Das ist also fast schon Personalausweis. Also die Augenhaltung ist grandios. Die Augenhaltung auch hier haben wir wieder die heraushängende Zunge. Und die Beine sind irgendwie auch nicht optimal. Ich bin mir nicht sicher, ob er sitzt oder Breakdance. Ja. Ein Rassetier. Ich finde aber auch geil, dass er sein eigenes Schild dabei hat. Ja. Break it down, nur so Donkey Style. Ja. Aber ein sehr schönes Minenfeld. Sehr auf jeden grün. Fall, auf jeden richtig. Fall. Ja. Was zu essen. Da passiert nicht oft was. Da explodiert den irgendwie. Kommentar, bester Osel EU Ost. Ja, also ihr seht auf jeden Fall, wir nehmen das mit dem Fanart ernst und freuen uns wahnsinnig darüber. Wir haben eine E-Mail-Adresse dafür eingerichtet, Tobi. Ja, fanart@donnerhaus.eu. Da könnt ihr das gerne hinschicken, damit wir das immer aufbereiten können für den Stream. Fanart übrigens mit und ohne Bindestrich ist egal, haben wir beide eingerichtet. Ja, ja. Wir gehen davon aus, dass es Konfusion also, gibt. Also, ihr werdet das vermutlich ertragen. Die Kölner haben sie gleich zwei E-Mail-Adressen eingerichtet. Und ich sag gleich eine wichtige Sache dazu, Freunde. Macht euch keine Sorgen, wenn ihr jetzt nicht die krassesten Zeichenkünste habt. Ich erinnere mich an unsere glorreichen Fanart-Zeiten zurück. Zu Nummer 7. Je schlimmer sie sind, am liebsten mit Paint. Und das ist eine Aufforderung, Freunde. Wir wollen. Gerade wenn ihr nicht zeichnen könnt, dann wollen wir eure Fanarts. In Paint, so schlecht es geht. Sorry, wenn ihr zeichnen könnt, wollen wir sie auch. Absolut. Absolut. Wollen wir uns mal Nummer 4 angucken? Ja, schauen wir uns Nummer 4 an. Auch ein ganz fantastisches Bild. Hat mir sehr gut gefallen. Hier auf jeden Fall die charakteristische Mütze, mit der sie Osel gedemütigt haben. Die Furatska eines russischen Soldaten, die sie ihm aufgesetzt haben, als sie ihn zum Verräter abgeurteilt haben. Und man sieht Osel überdenkt seine Life-Choices auf diesem Bild, auch wenn er hier etwas normaler dreinschaut. Vielleicht hat er einen seltenen Moment der Klarheit. Trauer hat ihn normalisiert. Oder er ist so vollkommen verwirrt, weil es sieht so darkness, aus. My old friend. Weil er steht auf so einem Ding wie bei Dragon Ball, wenn alles so rumherum kaputt ist und nur noch diese eine Spitze draus sind. So sah das aus. Ja. Also alles quasi Minesweeper gespielt und nur noch das eine Feld ist offen. Ja. Und er kann gleich ein Blümchen. Also knabbern. Auch vielen Dank für dieses wunderschöne Motiv. Auf jeden Fall. Ja, die Mütze ist so gut. Die Frisur. Also, finde ich richtig gut. Ja, er hat einen Pony, obwohl er keiner ist. Dann das nächste Oselbild. Nicht wahr? Das ist ein trauriger Esel, wenn ich jemals einen gesehen habe. Und deswegen müssen Haffel und Svato in dieses Minenfeld. Beeilt euch, schneller! Ich muss Osel retten. Tolles Bild, sehr schön. Vor allem die Stimmung fantastisch eingefangen. Ja. Gefällt mir unheimlich gut. Wir haben aber noch eins und das denke ich tatsächlich. Wir haben noch zwei. Ja, wir heben uns aber eins auf für später. Welches? Das für nach der Rettung. Jemand hat sich nämlich Gedanken gemacht, wie das aussieht, wenn so ein Esel aus einem Minenfeld gerettet wird. Ja. Ah, das ist vermutlich Nummer 7, nicht wahr? Da das schauen wir uns erst ein bisschen später an.
jetzt erstmal das nächste, denn dieses Bild, ja? Wow, das ein krasses Tier. Absolut großartig. Alter, voll. Das ganze Elend dieser Eselssituation, der Regen, die Kälte, die Einsamkeit, die Verzweiflung, der winzige Stein, auf den er sich zurückgezogen hat, sogar die Pfütze, aus der er trinken muss, und in der Pfütze liegt seine Mütze. Er hat sein Joch der Schande regelrecht abgeworfen. Aber feiere ich ganz cool. besonders, aber wir finden die alle großartig. Ja, absolut. Und eine Sache zum Letzten dazu sagen, man hat auf jeden Fall gesehen, dass Osel auch in der schlimmsten Situation seinen Lebensmut nicht verliert. Nein, ja? Nein, Osel ist wacker. Das sind die sechs jetzt gewesen, ne? Ja, das waren jetzt alle sechs. Nummer sieben heben wir uns noch etwas auf, wir wollen nämlich nicht spoilern. Bei Nummer 7 hat nämlich jemand ein Meisterwerk eingereicht, der sich ein bisschen auskennt mit Eselsevakuierungen. Und das wollen wir dann erstmal sehen. Ja. Um es in Internetsprech zu sagen, bei Nummer 7 mussten wir weinen. Genau. Nummer 7 hat uns die Sprache verschlagen. Ja, genau. Sehr schön. Ja, Havel und Nummer 7 werdet ihr kaum glauben. Havel und ich sind auf dem Weg, right? Ja. Also, ihr erreicht den nördlichen Rand des Lagers. Ihr geht sozusagen über die Linie, wie man das sagen würde. Ihr steigt also eine der Sturmleitern hoch. Mhm. Ich meine, das ist ja nicht die Westfront. Es ist noch nicht einmal der härteste Teil der Ostfront. Das ist jetzt also nicht hier die Hindenburg-Linie oder sowas. Daraus zu kommen, ist kein Problem. Das ist keine Schwierigkeit. Das Minenfeld selber ist die Schwierigkeit. Ihr steigt also heraus und lasst den letzten Stacheldraht beim Lager hinter euch. Da könnt ihr so im Zickzack durch. Das ist nämlich so gelegt, dass man da auf vorbereiteten Wegen raus kann. Die sieht man natürlich nicht, wenn man darauf zugerannt kommt von der anderen Seite. Also der Feind hat dann ein größeres Problem mit. Ja, und direkt vor euch offenbart sich der Blick in das ganze Niemandslandselend. Das Minenfeld nördlich von Gloria. Ein zweistufiges Minenfeld, nämlich Minen vor euch über eine ordentliche Strecke. Dann Stacheldraht, Melderaketen. Das sind so wie Silvesterraketen, die mit Drähten und sowas fixiert sind. Da dürften auch Sprengladungen aus Handgranaten und sowas sein. Und dahinter ist noch einmal ein Minenfeld, nämlich das äußere Minenfeld. Und dieses äußere Minenfeld, das ist das, in dem Osel auf seinem Stein steht. Und dort seht ihr ihn auch. Ist kein großer Stein, ist kaum größer als der Esel. Gerade groß genug, dass er darauf einigermaßen stehen kann. Nicht mal groß genug, dass er sich richtig hinlegen könnte. Er schaut gerade mit dem Hintern zu euch. Aber es dauert nicht lange, dann nimmt er Witterung auf. Happel. Ja. Wir haben zwei grundsätzliche Probleme. Ich sehe keins. Erstens, es wird dunkel. Ist egal. Dieser Esel muss gerettet werden. Da hast du völlig recht. Zweitens, weißt du, wie man so einen Esel aus einem Minenfeld befreit? Nein. Lass mich dich fragen, hast du starke Schultern? Ja, doch, die können den Esel tragen. Alleine? Natürlich. Was mit dir? Du bist der Läufer. Ja, ich bin der Läufer. Ich schaue, wo Minen sind, du trägst den Esel. Was? Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Du musst den Esel Huckepack nehmen. Anders geht das nicht. Aber erstens vertraut er doch nur dir. Und zweitens kann ich viel besser Karten lesen und schauen, ob sich irgendwas an der Umgebung geändert hat, als du. Du hast recht. Wir machen das so rum. Alles klar, schön. So. Ich bin sehr froh darüber. Ja. Wie reagiert denn Osel, wo er die Witterung aufnimmt? Ja, Osel hebt also seinen Kopf und schnüffelt. Und ihr wisst, dass er seinen Eselsführer, seinen Svartopluk, gerochen hat, als er anfängt, ganz merkwürdig starksend und wankend auf diesem Stein zu drehen, zu wenden, den Kopf herumdreht, zu euch herumschaut. Fast genau wie in diesem wundervollen Motiv, wo er so über die Schulter schaut, dem letzten Bild. Seine Augen weiten sich etwas. Seine Zunge. Oh Gott, dieser Esel. Dieser großartige Esel. Okay. Also er schaut in deine Richtung. Seine Zunge hängt zur Seite raus. Dann schlabbert er sie auf die andere Seite rüber. Reckt den Kopf nach vorn. Und geht. Osel! Nicht bewegen! Osel!
Komme, Osel! Das ist mir, ich Asthmatiker. So. Ja, Svartoprok will fast schon losgehen. Happel hält ihn noch zurück. Mm-mm. Hebt die Karte. Ich möchte ganz kurz dieses beeindruckende Eselgeräusch wenigstens erwähnt haben. Ja, das war wirklich gut. Tatsächlich so ein bisschen wie bei einer Mutter, die ihr Kind schreien hört bei mir. Aber wenn ich meinen Esel Rian höre, dann geht in mir alles aus. Ja, wir geben hier alles. 360 Gramm Schauspielleistung pro Kopf. Ja. Halt mich zurück, Happel, halt mich zurück. Ich setze alles ein. Ne? Also ich habe die Karte, schau die an. Hab die Lampe, gucke nach vorne, setze meine absolut perfekte Wahrnehmung ein, um zu gucken, ob vielleicht irgendwo ein bisschen neue Erde, ob die anders verfärbt ist, ob irgendwo eine Mine vergraben worden ist, die noch nicht eingetragen ist und so weiter und so fort. Und bin vollkommen fokussiert auf den Boden und die Hindernisse. Kriege ich eigentlich mit, dass da irgendwann Leute hinströmen? Ja, ja, das ist durch das Lager durchaus mitzubekommen. Weil ich würde dann gerne meinen Kaffee nehmen, wenn man hinschlendert. Während ihr beginnt, in das Minenfeld zu gehen, spricht sich sofort hinter euch rum, dass ihr das tut. Und natürlich, die ganzen Leute, die gewettet haben, wann dieser Esel explodiert, die wollen ja sehen, was passiert. Und nicht nur das, ihr seid kaum 5 Schritte gelaufen. Da kann Svartopluk bereits von hinten hören, dass Leute anfangen zu wetten, wer von euch explodieren könnte. Also eine riesen Gaudi, wenn man es lustig findet, dass Leute möglicherweise in einem Minenfeld zerrissen werden. Nice, alle sind abgelenkt. Das ist super, Jungs, das funktioniert alles das, so gut. Das Ziel in diesem Fall ist natürlich nicht zu explodieren und den Eselleben zu erreichen. Da verrate ich jetzt nicht viel und nehme jetzt also auch dem Paul keine Entscheidungen vorweg. An der Stelle bekreuzige ich mich und denke mir, Otto ist schlau genug, noch eine zusätzliche Wette anzunehmen. Ja. Wäre ich alleine und müsste diesen Esel nicht tragen, wäre ich ja schon rein und wieder raus in 5 Sekunden. Aber so muss ich den ja mitschleppen. So, nun haben wir hier allerdings eine Situation, in der wir die Regeln unseres schönen Spiels benutzen möchten. Denn das ist eben überhaupt nicht so ohne weiteres klar. Anders als beim Lazarett ist es den Minen keineswegs gleichgültig, ob du auf sie drauf trittst. Wenn du das tust, dann explodieren sie und nehmen dich auf eine lustige Party mit, quer über das ganze Feld. Das ist also zu unterlassen. Ja. Der Boden ist matschig, aufgeweicht, es ist schwer zu sehen, wo die Minen verlegt wurden. Es gibt Markierungen, die kannst du aber nur interpretieren aufgrund der Karte. Wenn du die Karte nicht hast, wärst du ziemlich aufgeschmissen. Das Ganze findet in 3 Etappen statt, nämlich das innere Minenfeld, der Stacheldraht und das äußere Minenfeld. Svartopluk hat absolut keine Ahnung, wie man durch ein Minenfeld kommt und hat das auch noch niemals alleine gemacht. So. Schon okay. Regelmechanisch bedeutet das, dass Svartopluk hier die kluge Entscheidung trifft, sich als sogenannter Trittbrettfahrer an deine Probe anzuhängen. Ja. Yeah. Trittbrettfahrer bedeutet in dem Fall, ein Charakter, der weiß, was er tut, würfelt eine Probe und ein anderer Charakter, den er mitschleppt, wird mitgeschleppt. Nur in dem Fall nicht buchstäblich, sondern eben sprichwörtlich. Geführt. Ja, geführt. Genau. Ja, ordentlich. Der Haken beim Trittbrettfahrer ist, es ist echt anstrengend, Trittbrettfahrer zu sein, wenn man sich dabei tierisch konzentrieren muss. Oh no. Das bedeutet nämlich, dass... Aber nicht für ihn, weil er das mit seinen Eseln schon jahrelang macht, kann er jetzt das Verhalten der Esel annehmen und kann sich einfach führen lassen. Simpel und gut. Nur wenn du läufst wie ein Esel. Du? Nein, ich muss laufen wie du. Er muss dir dabei mit der Schnauze in den Hintern. Ja, du hast natürlich leider keinen Packsattel für Svartopluk. Also die Sache ist so, Svartopluk gibt für jede Probe, die Paul für Happel würfelt, einen Punkt Ausdauer aus, um mitgeschleppt zu werden. Außerdem ist Happels Probe um eine Stufe erschwert, weil du eben auf Svartopluk aufpassen musst. Und wenn du Opfer bringst, das ist eine wichtige Sache bei uns im Regelsystem, dazu kommen wir gleich, muss Svartopluk diese Opfer ebenfalls durch eigene Opfer aufwiegen. Mhm. Egal mit was. Mhm. So, dann würde ich sagen, wickeln wir jetzt erst einmal... Sagte Mister, nehmt nichts mit auf die Reise. Ja. Nun, damit wickeln wir also unsere erste Herausforderung hier im Stream ab. Ja. Also ich bin ja Engel der Barmherzigkeit. Das heißt, ich kann Vorteile erzeugen, indem ich im guten Glauben... Aber ich sehe ja schon, dass der Breuer da Richtung Minenfeld geht, weil sich ja alles dorthin bewegt und neugierig ist. Du meinst, du betest für uns und es gibt göttliche Intervention. Ich würde sagen, oh mein Gott, ich bete für euch.
während ich mich dann zum Koch schleiche. Das ist jetzt aber eine anhaltende Sache. Du kannst das gerne tun, aber dann hängst du tatsächlich an dieser Aktion, bis sie vorbei ist. Ja. Dann müsstest du tatsächlich am Minenfeld da verweilen und eben entsprechend die ganze Zeit für sie Zuspruch bei deinem Herrn. Ich glaube, ich weiß den Gedanken zu schätzen. Göttliche Intervention wäre gut, aber ich glaube, deine gesamte Konzentration wird benötigt, dieses Abführmittel möglichst effektiv zu mixen. Ich würde diesen Gedanken aber nicht völlig fallen lassen, denn Gennaro könnte vermutlich einiges an göttlicher Hilfe gebrauchen, bei dem, was vor ihm ist. Ich sehe das auch, guck nur so rüber zu dir in die Ferne, weil ich kann sehr weit gucken. Der Falke. Ja. Gut, ich werde scheinbar nicht gebracht. Ich erkläre mal ganz kurz für den Chat, wie das funktioniert. Und zwar, eine Herausforderung hat eine Schwierigkeit. Und die ist in diesem Falle eine Grundschwierigkeit von 20. Mhm. Plus 5, also eine Stufe erschwert, weil du einen Trittbrettfahrer hast. Mhm. Das macht Grundschwierigkeit 15? Oder durch 25. Gehen ist 20? Oh, durch Minenfelder navigieren ist nicht Routine. Du gingst jetzt davon aus, dass es eine Routine-Tätigkeit ist. Das Minenfeld durchqueren ist Grundschwierigkeit 20, plus 5, weil du einen Trittbrettfahrer hast, und nochmal plus 5 wegen der Dunkelheit. Also 30? 30. Du hast eine Karte, die gibt dir plus 4, und du hast eine Laterne, die einen Teil der Dunkelheit wieder ausgleicht, gibt dir auch plus 4. 22. So, was Paul jetzt macht, ist, Paul baut einen Pool aus seinen Eigenschaften, nämlich aus einem Attribut und entweder einem weiteren Attribut oder einer Fertigkeit. Ja, wir haben da übrigens auch einen Blend dazu, die müsstet ihr jetzt sehen. Darum kümmert sich Tobi, um euch so ein bisschen mehr Einsicht zu geben, wie das funktioniert. Ja, du kannst dafür zum Beispiel Orientierung verwenden, weil du eine Karte hast. Ansonsten wäre es Kriegskunst. Wäre es nicht Athletik? Nein. Hast du schon mal bei der Leichtathletik-Olympiade die Durchquerung eines Minenfeldes gesehen? Ey, das fand ich spannend. Durch das Führen und die Körperspannung, die ich aufrechterhalten muss, damit ich ihn nicht irgendwo drauftreten lasse, dass es schon ein bisschen athletische Künste braucht. Das mag sein, aber für athletische Vorstellungen würde dir die Karte nichts nutzen. Okay, dann nehme ich die Orientierung. Das ist 4. 18. Und nehme natürlich meine Wahrnehmung. Ja. Das sind 7. Das sind so, also 4 und 7 sind 11. Du hast plus 4 durch die Karte. Ich habe schon zusammengerechnet. Wir landen bei 11. 30 waren im Pool. Ach, 11, die noch übrig. 30 die waren noch im fehlen. Pool. Wieso im Pool? 30 ist die Schwierigkeit. 30 ist die Schwierigkeit. Genau. Das ist aber komplett anders als jeder andere Mensch. Ja, aber das Ergebnis ist richtig. Nein. Möglicherweise, aber. Aber weil es das System. Muss ja auch noch würfeln. Also. Ja, das kommt dann. Du hast Wahrnehmung 7. Ja. So, du hast Orientierung 4. Ja. Ollis Kopf ist schon erfolgreich. Plus 4 ist 11. Ja. Dann hast du einmal plus 4 durch die Karte, macht 15. Und du hast nochmal plus 4 durch die Laterne, macht 19. Genau, und was außerdem, Olli meint, es sind noch 11 übrig. Okay. Genau. Es fehlen 11 zu einem Wer hat richtig gerechnet? Aber. Und Punkt Status. Okay. So, außerdem hast du Statuseffekte. Ich habe einen. Ja, das ist fies, was denn? Das, ich glaube, der war einfach auf Sonstiges. Ich glaube, der war Erschöpfung wegen dem Reiseweg. Kann auch sein. Ja. Du hast also einen Punkt auf Erschöpfung. Ja. Das zieht dir entweder 2 Punkte ab auf jede Herausforderung oder du unterdrückst das für die aktuelle Szene mit einem Punkt Moral oder kaufst es für einen Punkt Ausdauer weg. Ich kaufe das für einen Punkt Ausdauer weg. Das klingt gar nicht so unvernünftig, wenn man bedenkt, dass das dann noch weitergeht. Dann ist der erledigt. Du gibst einen Punkt von deiner Ausdauer aus und musst dich nicht länger damit scheren. Wir bleiben also bei 19 plus 1 W6 gegen eine Schwierigkeit von 30. 1 W10, ne? Warum sage ich mal 1 W6? Ja, 1 W10 natürlich. Gut. Das ist irgendwas ganz tief in meinem Rollenspielergehirn verankert. Das ist immer, wenn ich 1 W sage, hänge ich eine 6 an oder eine 20. Aber wir arbeiten ja mit W10. Ich werde mich noch an unser eigenes System gewöhnen. Das W steht für Würfel, ne? Ja. Ja. Genau. Also ich gebe... Leichtigkeit. Ich gebe natürlich, wie immer... Du kaufst Risikowürfel. Ich kaufe Risikowürfel. Ja. Das heißt, pro 5 kann ich einen kaufen. Genau. Das heißt, ich habe bei 19 kann ich leider nur 3 kaufen, aber ich kaufe 3. Paul geht richtig hardcore rein. Irrer Schweinehund. Du hast dann also noch einen Pool von 4, aber du hast dafür 4 Würfel. Ja, ich habe jetzt insgesamt 4 Würfel und noch 4 Punkte. Ja. So. Wow, du musst auf 30 kommen, ne?
Muss auf 30 kommen. Mindestens. Ja, dann Würfelkamera an. Mal alle, stell sie mir an. Ja, ich mach, wenn das Ergebnis da ist. Was? So. Die Leute wollen die Würfelrollen sehen. 5? Gib dem Volk, was es verlangt. Du musst sie auf den Blitz legen, Paul. Ah, auf den Blitz? Yeah. Ja, weil die umgefallen ist. Ah. Die ist so vorne umgefallen, die Kamera. Sie ist leider nicht mehr so, am Punkt. Jetzt so. Okay. Okay, sie blenden halt wie Sau. Ja, wir werden euch gleich vorlesen, was da steht. Ja, okay. Wir haben glänzende Würfel. Uns ist die Kamera vorne umgekippt, deswegen passt das jetzt nicht mehr so gut. Etwas, woran wir noch arbeiten werden. Das war eine 4 vorher, aber ich finde die 8 auch okay, Paul. Okay. Ja. Nee, es war leider eine 4 und eine 2. Also, du hast eine Fertigkeit in deinem Pool, deswegen darfst du das schlechteste Ergebnis nochmal würfeln. Ja, und ich nutze noch meine andere Fähigkeit, nämlich, wenn du mindestens 4 Würfel in einer Probe hattest, hatte ich, kann ich 2 oder mehr Würfel neu würfeln. Mhm. Das heißt, für einen Punkt Stress. Ja, für einen Punkt Stress. Den gönne ich mir auch gleich, aber deswegen würfel ich einfach 3 nochmal. Das andere war eine was? 9. Jetzt eine 7. Ich glaube, du solltest wirklich außerhalb würfeln und dann die Ergebnisse dann reinlegen. Dann haust du nicht die ganze Zeit die Würfel um. Ja, du hast vollkommen recht. Sonst würfelt man am besten gleichzeitig. Ich finde die 9 nicht mehr. Da. Also 9 und 7. Das ignorieren wir. Und eine 8. Beim Neuwürfeln von Würfeln im Icarus-System zählt übrigens immer der bessere Wurf. Ist das? Das heißt, ich hatte hier eine 5. Das wäre dann mein 20, Ende. 27. 27 plus 4. 31. 31. Aber ich möchte, dass es ein Jahr wird. Ja, also kurz, die Schwierigkeit ist 30. Ja. Du hast 31. Wir ziehen das eine vom anderen ab und gucken dann nämlich bei der Ergebnistabelle, was die Qualität deiner Herausforderung ist. Und ein Ergebnis von 0 bis 4, was das ja wäre, ist ein Ja-Aber. Du hast es, hast dein Ziel erreicht, aber. Was das Aber ist, das hängt von der Situation ab. Das heißt in dem Fall nicht, dass du explodierst, nein, weil das wäre ein Nein. Wir sind auf einem Minenfeld, ich habe keine Lust auf ein Aber. Ich will auch nicht Svato verlieren oder Ose. Ja, aber Svato explodiert. Ja, genau. Ich häng halt auch wortwörtlich an meinen Beinen. Deswegen gebe ich hängst du wortwörtlich. Für 5 war es ein Ausdauer, ne? Ausdauer gibt dir einen plus 5, ja. Du opferst Gesundheit einen Punkt sogar Ausdauer. 10. Gesundheit hast du echt viel. Du bist Happel. Du bist unzerstörbar. Ja, stimmt. Ich hat so viel Gesundheit, dass nicht das heißt, Gesundheit war plus 10? Ja. Ja. Ich gebe ein Gesundheit, dann bin ich ja bei einem Ja und. Ich spreche hier eine kurze Warnung aus. Du hast einen Trittbrettfahrer, der muss alles, was du opferst, ebenfalls an Opfern von sich aus einbringen. Ich habe nicht so viel Gesundheit wie du. Okay. Du musst nicht Gesundheit opfern, aber du musst 10 Punkte wert dann opfern. Deswegen. Ah, okay, kann ich machen. 2 Moral kriege ich weg, easy. Mach das. Okay, ich opfere ein Gesundheit. 10 Punkte obendrauf. Und ich versuche Happel so sehr zu vertrauen, dass mich das einfach 4 Moral kostet mit ihm durch diese. Ja, 2. Ja, damit haben wir die Herausforderung abgewickelt. Und das ist jetzt die interessante Sache. Wie interpretieren wir das Ganze? Ich habe eine Idee, außer du hast eine bessere. Ihr wollt ja möglichst schnell zu Ursel. Ja. So. Ich denke, was da passiert, ist Folgendes. Du machst ordentlich Tempo. Ein bisschen zu viel Tempo vielleicht. Und du verletzt dich an einem der Stacheldrahtträger, als du dich abstützt, als du nämlich beinahe stürzt. Dabei verletzt du dich an der Hand. Wir wissen, warum du einen Punkt Gesundheit verloren hast. Und Svartopluck zerfetzt das dermaßen die Nerven. Oh Gott, Happel, deine Hand! Ich kann Kannst du noch laufen? Ich werde sie sauber lecken, schnell. Ich glaube nicht die Handverletzung, sondern der Umstand, dass er beinahe gestürzt wäre. Aber damit habt ihr ein Jahrunterergebnis erreicht und das heißt, ihr kommt tatsächlich schneller voran, als ihr eigentlich gedacht habt. Es macht mich natürlich auch einfach moralisch fertig, dass hier ein guter Freund fast für meinen Esel explodiert wäre. Hinter euch hört ihr auch einmal, wow, beinahe! Gibt's auch Leute, die sagen, scheiße? Das beinahe war schon. Wow, ja, ja, es ist beinahe. Es gibt durchaus Stimmen. Szenen wie vor jedem Bat and Win. Ja. Es gibt durchaus Stimmen, die euch hinterherrufen, dass ihr diesen Wahnsinn doch bitte beenden sollt und einfach wieder zurückkommen sollt, den Weg, den ihr gekommen seid. Niemals. Aber auf die wollt ihr ja nicht hören.
So, ich halte meine Kaffeetasse hoch. Ich sitze hier am Rand und gucke ihn zu. Mit meiner fantastischen Winke einmal. Und dann nippe ich an meinem Kaffee. Übrigens den Weg. Ja. Das ist immer nützlich, weil man den gleichen Weg zurücknehmen kann. Das weiß man ja nie so genau. Ja, der Rückweg plane wird, ich das. Der Rückweg wird vermutlich auch leichter als der Hinweg. Noch. Alles, was ist ja auch gemacht hat, merkt man sich auch. Wir haben Fußspuren. Ich überlege sogar, ob ich die Kekse einsetze, so Hänsel und Gretel-mäßig. Gibst du die auch? Ach so, als Brutkrum. Um den Weg Als Brutkrumen. Brutkrumen? Ja, Olli hat's drauf. Dann merkt ihr das für die zweite Herausforderung. Beim zweiten Minenfeld, dann opferst du dir einfach. Und dann hast du das drin. Man kann nämlich Ausrüstung opfern, genauso wie sie eben gerade Reserven geopfert haben, um sein Ergebnis zu verbessern. Ja. Das ist ja, Helden unterscheiden sich von Normalsterblichen in einer Geschichte, dadurch, dass sie Blut, Schweiß und Tränen geben und potenziell am Ende ihr Leben. Und das repräsentieren die drei Reserven im Spiel, nämlich Moral, Ausdauer und Gesundheit. Blut, Schweiß und Tränen. Nicht in dieser Reihenfolge. Ja, ihr erreicht sicher den Stacheldraht. Der Stacheldrahtbereich ist nicht vermint, denn dort patrouillieren nachts die Nachtpatrouillen um das Lager herum, die über vorgesehene Freiwege dorthin kommen. Und vor allen Dingen muss man ja auch dort den Stacheldraht regelmäßig ausbessern, wenn da zum Beispiel Tiere reinlaufen oder Gott bewahre Russen. Ob da so einer im Lager mal den Job hat, irgendwie die Russen aus dem Zaun zu klopfen, die sich da drin verheddert haben. Oh, schon wieder 12 Russen am Zaun. Soll ich mal Eis nachkippen? Mhm. Ja, gerne. Das ist nämlich alle. Echt? Schon? Ja. Das ging ja schnell. Das ging zackig. Na gut, in diesem Raum ist auch so warm, ich glaube, da hat selbst Trockeneis schwere Zeit. Die ganze Technik, ja. Ja, ja. Wir haben heute nämlich ein besseres Kühlkonzept als beim letzten Mal. Wir haben uns nämlich eine Kiste Trockeneis besorgt. Das ist aktuell nämlich die einzige Möglichkeit, das Studio hier auf eine Temperatur zu bringen, in der Olli in seinem Mantel nicht stirbt und die Gesundheit von Nadine... Dass Olli seinen Mantel überhaupt trägt. ...nicht gefährdet wird. Ja, Olli ist halt hardcore. Olli ist richtig hart. Ja. Olli ist der härteste hier. No rest for the wicked. Er ist wie alter Schinken. Gut, aber lassen wir Flo einfach mal machen. Wie sehr das klappt. Außer er braucht Hilfe, was ich nicht glaube. Und machen einfach weiter. Ja, also ihr erreicht sicher den Stacheldraht. Ja. Und du weißt ja, du hast eine Sonderfähigkeit, mit der du schwieriges Gelände problemlos überwinden kannst, ja, ohne eine Probe würfeln zu müssen. Ja. Das wie bedeutet, du das? Musst keine Probe würfeln, um diesen Stacheldraht zu überwinden. Okay. Aber was? Olli muss, also ja. Svartopluk muss. Okay, dann würfel ich. Aber Svartopluk hat ja Hilfe. Ja. Durch Happel. Ja. Und wenn ein Charakter einem anderen Charakter hilft, dann bekommt der, dem geholfen wird, zwei Vorteile. Yes. Außer Gennaro hilft Leuten. Der ist nämlich so gut darin, Leuten zu helfen. Der gibt Leuten drei Vorteile. Aber der ist nicht da. So. Ich bin moralisch unterstützt. Ich winke dir erneut zu, wenn ich meinen Kaffee trinke. Ja. Ja, ist schade, dass das kein Kampf ist, weil im Kampf beginne ich immer mit zwei Vorteilen. Als Eselführer bin ich nämlich trittsicher. Das ist korrekt. Das ist korrekt, überaus sogar. Ja, die Schwierigkeit, den Stacheldraht zu überqueren, ist eine Schwierigkeit von 20 plus 5 für Dunkelheit gleich 25. Du bekommst plus 4 durch Happels Hilfe und plus 4 durch die Laterne. Okay, das heißt, ich habe jetzt, sorry, ich habe es gerade nicht gerechnet. Hm? Sag's mir nochmal, was habe ich jetzt? Na, die Schwierigkeit ist 25. Und ich habe 4 und 4, also die Hilfe und die Laterne. Genau. Das sind 8. Du hast ein plus 8. Das heißt, ich muss dir jetzt noch ein Attribut und eine Fertigkeit sagen. Genau. Das heißt, ich würde tatsächlich überlegen, improvisieren hilft mir nicht, Gaunerei hilft mir, weil als Gauner bin ich wahrscheinlich das ein oder andere Mal schon durch einen Stacheldraht geschlüpft. Ja, und habe also andere Hindernisse überwunden. Gaunerei 6 ja. Stelle würde ich mit reinnehmen. Jetzt wäre die Frage, meine Intuition hilft mir da wahrscheinlich nicht so viel. Eher Geschick, ne? Eher Geschick sehe ich auch. Und Geschick liegt bei 5. Also ich denke, man kann sich vermutlich auch intuitiv durch so einen Stacheldraht winden. Da piekst du dann nicht weiter, dann in die andere Richtung. Das ist intuitiv. Ja. Nee, aber ich sehe es eher bei Geschick. Ja. Das sind nochmal 5, das sind also 11 insgesamt nochmal durch meine Fertigkeiten. Ja, damit hast du also 19 Punkte. Ja. Du hast einen Würfel. Einen Würfel habe ich und ich kann jetzt für alle Leute, die das vorher nicht verstanden haben, für jeweils 5 Punkte kann ich einen Würfel dazu kaufen, von denen, die ich jetzt schon im Pool habe. Das heißt, ich habe 19, sagtest du? Du hast 19 plus einen Würfel. 19 plus einen Würfel, das heißt, ich nehme jetzt noch einen zweiten Würfel dazu, habe damit 14 und 2 Würfel. Einen Würfel dazu zu kaufen ist Risiko. Deswegen nennen wir die auch Risikowürfel. So ist es. Das Risiko, einen W10 zu kaufen, also einen 10-seitigen Würfel, und dafür 5 Punkte auszugeben, ist, dass man eine 1, 2, 3 oder 4 würfeln könnte. So ist es. Und dann schlechter abschneidet.
Aber man kann eben auch eine 5, was genauso gut ist, als hätte man es nicht getan, würfeln. Eine 6, 7, 8, 9 oder 10. Das bedeutet, dass ein 10-seitiger Würfel statistisch 5,5 würfelt. So. Und da haben wir bereits in der Statistik einen Vorteil. Aber er kann auch noch eine 10 würfeln. Und wenn er die 10 würfelt, dann werden auch noch Opfer verdoppelt. Ganz tolle so Sache. Ich würfel jetzt einmal, dann machen wir gleich die Würfelcam für euch und dann zeige ich euch das Ergebnis. Ich habe einmal gewürfelt eine 5 und einmal eine 1, leider. Ja. Ich darf den niedrigsten Wurf immer neu werfen. Na, wenn du eine Fertigkeit im Pool hast. Hatte ich. Das meine Fertigkeit war Gaunerei. Das heißt, ich darf den neu werfen, mach das auch. Das ist eine 7. Oho. Das heißt, eine 5 und eine 7 gewürfelt. Ja. 12 und du hattest 14, sind 26. Sind 26. Das wäre ein Ja-Aber, oder? Genau, das wäre ein Ja-Aber. Damit kann ich leben. Du kannst das ja in Kauf nehmen. Genau, man muss ja gar nicht immer ein Bestergebnis haben. Ja. Also Svartopluk schiebt und windet sich da mit seiner gaunerischen Agilität durch den Stacheldraht. Happel hilft ihm so gut er kann. Ja, ich versuch's, aber es ist auch so... Hat dich ja gerade erst in die Hand geschnitten, das ist schwierig. Nee. Bisschen mehr links, weiter rechts, sag mal. Ja, warte, ich glaube, ich, mein Fuß. Schon mal in deinem Leben versucht, irgendwo durchzuklettern? Also nicht Stacheldraht. Okay. Svartopluk bleibt mit dem Mantelsaum am Stacheldraht hängen. Und mein zwar, Mantel. Und zwar ganz fies, also der Mantelsaum entwickelt sich also so ein Stück um so einen Stacheldrahtknäuel. Du kannst versuchen, es loszureißen oder du schneidest das Stück ab. Ich schneide ein Stück ab, ich habe ein Bajonett dabei. Was? Ich mache was ganz anderes. Ich ziehe den Mantel aus und sage, lass den da. Nicht mein Mantel. Okay. Also, wenn du versuchst, Svartopluk den Mantel auszuziehen, das ist, als wenn der festgeleimt wäre. Außerdem scheppert und döngelt es da drin ganz verdächtig. Kein Mensch weiß, was sich in den Taschen von Svartopluks Mantel befindet. Es könnte alles sein. Okay, ich lass den Mantel. Ja, siehst du? Guter Scheiß. So, also du schneidest unten so ein Stück von deinem Mantel ab. Das macht deinen Mantel nicht zu einem schöneren Mantel. Hauptsache es geht weiter, ne? So ist es. Hauptsache man kommt voran. Und zerschlissene Kleidung ist nichts Ungewöhnliches hier in diesem Gebiet, im Krieg sowieso nicht. So ist es. Ja, damit bist du frei. Und ihr kommt weiter. Und jetzt ist noch das äußere Minenfeld. Ich kann sie nicht mehr sehen, oder? Du kannst sie kaum noch sehen, nein. Dann gehe ich jetzt, hol mir einen neuen Kaffee und setz mich ins Feuer. Es wird immer dunkler. Ah, muss schon scheiße sein, da draußen zu sein. Ich gehe zurück zu Sophia. Wie weit ist Ursel entfernt? Ja, Ursel ist jetzt nur noch knapp 25 Schritt von euch entfernt. 25 Schritt, von denen jeder der Letzte sein könnte. Mhm. Das äußere Minenfeld zu durchqueren ist genauso schwer wie das innere Minenfeld zu durchqueren. Du hast also im Prinzip nochmal genau die gleiche Situation. Mhm. So. Also eine Schwierigkeit von 30 und einen Bonus von 8. Ja. Und ich nehme. Ich würde dir so gern helfen, aber ich kann nicht. Ich mache weiter mit Orientierung und. Wie zuvor, ja. Ja, wie zuvor. Das heißt, 11 und 8 sind wieder 19. Mhm. Ich kaufe wieder 3 Würfel. Hatten wir schon mal eine Probe, wo Paul keine Würfel gekauft hat? Paul geht immer auf Risiko. Also alter Zocker. Wieder 4 plus 4 W. Genau. Und habe eine 9. Oh, stark. Immer mit der Spitze nach unten zählt. Eine 5. Die Würfel sind auf Spitze ausgerichtet. Eine 9. Stark. Eine 6. Dein schlechtester Würfel ist jetzt was? Eine 5. Tja. Darfst du den ja nochmal neu werfen? Ja. Das heißt, die 5. Kannst du einfach den 5. Würfel draußen neu werfen und gucken, welche Zahl es ist. Dann. Ja, dann haben wir den praktischer Überblick. Das stimmt. Oh, ein Blitz. Oha. Eine 10. Oh. So. Donnerhaus. Sweet. Hat ein Donnerhaus gewürfelt. So. 24, 34 plus 4 sind 38. Jedes Opfer zählt jetzt doppelt. Du brauchst nichts mehr zu opfern. Du hast ein Ja und. Aber. Alter, ein Jahr? Happel, ich sag's dir. Ein Minenhund. Ist doch ein. Moment. Was hat er denn jetzt? Für die Schwierigkeit. 30? Also, er hat 4. So. Ja, aber die Schwierigkeit hat 10. Ja, ist 14. Dann hat er eine 9. Ja. Sind 23. Dann hat er noch eine 9. 34 Würfelwurf. Sind. Au. Oh. Okay, ja, ja. 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 Ja, ja. Das ist schon was Neues. Das ist ein. Ja, krass. Ja, also Ursel kann fliegen, plötzlich Pegasus. Ja. Super Ergebnis. Ich lass dich jetzt mal entscheiden, was du als
Und-Ergebnis, also als Verbesserung des Ziels gerne hättest. Nämlich entweder, dass das Ganze weniger anstrengend für Svartopluk war. Mhm. Und er seinen Punkt Ausdauer nicht verliert. Ja. Ganz wenig. Oder aber, ob du es auf dem Rückweg leichter hast. Du hast jetzt wie viel gebraucht? 2 Ausdauer, um rauszukommen, ne? Nee, ich musste gerade eine Ausdauer bezahlen, weil ich Trittbrettfahrer bin. Ja, ja. Und du musstest das 2-mal tun. Genau. Das heißt, 2 Ausdauer hast du jetzt ausgegeben. Ja. Und du würdest jetzt ein 3. ausgeben? Nein, nein, das ist schon das, was da liegt, würde ich jetzt tendenziell zurückbekommen. Ah, okay. Ja, aber dann hättest du noch 3. Ja, das ist korrekt. Und er muss Ursel schleppen. Und du musst Ursel schleppen. Frage ich mich. Naja, es ist okay. Nein, komm, nee. Lieber safe zurück. Ja, das ist halt für mich auch die Frage. Ja, 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 mach das so. Gut, also du erleichterst dir lieber den Rückweg. Ja, ja, ich erleichtere mir den Rückweg. Also und, nee, nur mir oder uns? Na, euch, euch. Okay. Ja, ja, mach das so. Für einen Trittbrettfahrer ist das ja egal, ne? Ja, ja, aber das war trotzdem, weil wenn es nur mir, ich brauche die Hilfe. Ach so, ja. Ja. Also nein, ich erleichtere uns den Rückweg. Sehr schön, da bin ich Fan von. So, ja, damit erreicht ihr euer Ziel. Ihr habt das Minenfeld erfolgreich durchquert. Auf den letzten Schritten drängelt sich Svartopluk regelrecht an dir vorbei, macht einen Sprung in die Pfütze, weil er weiß, dass in der Pfütze keine Minen liegen. Hoffentlich. Und ist bei Ursel auf dem Stein. Und Ursel, der also die halbe Zeit über Ursel gemacht hat, wir sind da, Pausen gemacht hat, um Luft zu holen und etwas aus der Pfütze zu trinken, kommt dir also entgegen. Macht dann das, was Esel und Katzen gerne mal machen. Ziegenböcke übrigens auch. Was Svartopluk aber weiß und deswegen sofort die Arme vorstreckt, den nach vorne bonkenden Eselskopf mit den Händen abfängt, damit der Esel ihn nicht rückwärts Happel, in die Minen wirft. Happel, schnell! Kraul ihn hinten an der linken Hüfte. Okay. Sehr gut. Machst du sehr gut. Ja. Okay, er beruhigt sich. Ursel, ist alles gut, wir sind da. Ich nehme Ursel in den Arm. Ursel, ja. Ich hab gedacht, ich hab dich verloren, Ursel. Ursel reibt seine rechtsseitig weiche Schnauze mit der borstigen Verhärtung auf der linken Lippenseite an deiner Wange, dreht seinen Kopf. Und du kannst dich nicht erinnern, wann du diesen Esel so glücklich gesehen hast, abgesehen von dem Tag, wo du ihn bei der Leimfabrik gekauft hast. Sehr schön. Wenigstens einer, der sich nicht über den Geruch beschwert. Okay. Ich habe mich auch die ganze Zeit nicht beschwert. Seit wir in diesem Minenfeld sind, habe ich mich an dich geklammert oder habe dich an mich klammern lassen. Du hast dich an den Geruch gewöhnt. Ich habe mich nicht gewöhnt. Es ging darum, den Esel zu retten. Wir müssen den jetzt auch noch zurückbringen. Das ist der halbe Weg. Ah, jetzt kommt der schwierige Teil. Du weißt, was zu tun ist. Ich führe. Ja, Happel, Du hast noch nie gesehen, wie man so einen Esel durch Minenfeld trägt. Du hast es eben kurz erwähnt. Ich möchte das sehen auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite möchte ich auch meinen Fokus weiterhin auf den Rückweg legen. Ja. Freunde, dann stelle ich die Frage tatsächlich an euch. Wisst ihr, wie man einen Esel durch ein Minenfeld trägt? Falls nicht, können wir euch das zeigen, wie das aussieht. Oder? Es ist Zeit. Es ist ja, Zeit. Wir können es euch Zeit. Visualisieren. Es ist Zeit. Ich zeige euch, wie das aussehen wird. Für das siebte Fanart. Ich gehe auf die Knie, nähere mich von hinten den Vorderhufen von Ursel, also zumindest lege sie über meine Schulter. Zumindest theoretisch, das ist das, was du dann tun wirst, wenn es soweit ist. So ist es. Und nehme ihn Huckepack, wie man einen Esel Huckepack nimmt. So sieht das aus. Ja. So könnt ihr euch das vorstellen. Ein großer Teil des Produktionsbudgets ist in diese Visualisierung geflossen. Nein, Spaß beiseite. Frosty Pen and Paper war so nett, uns das mal anschaulich darzustellen. Wir können hier also sehen, wie eine Kreatur auf dem Rücken einer anderen Kreatur durch eine Gegend getragen wird. 10 von 10. Es könnte aber auch. Eisbecken sind das auf jeden Fall. Es könnte auch sehr kinky sein. Ja, was wiegt so ein Esel?
Das ist eine gute Frage, das weiß ich gar nicht aus dem Kopf. 450 Kilogramm. Aber ja, es ist tatsächlich die übliche Methode, einen Esel durch ein Minenfeld zu transportieren, dass man sich das Vieh ja nicht ganz auf den Rücken lädt. Kann ja man nimmt die Vorderbeine über die Schultern Und dann. Aber er hat ja die Hinterhufe noch, um so ein bisschen mitzustarken. Nee, der wird vollständig hochgehoben. Aber er wiegt bis zu 150 Kilo. Bis zu. Du redest hier wahrscheinlich von gut genährten, modernen Friedenseseln, okay, die fette Touristen über Mallorca tragen. Und der wiegt doch immer noch 300 Kilo. Der hat Hunger auf 12. Der hat doch jetzt seit Stunden nur aus der 40. So ein Esel mag schwer sein, aber ich hab Bildmaterial und sogar Videos gesehen, also Filmaufnahmen von Soldaten, die das gemacht haben. Wahnsinn. Und das waren keine Muskelberge. Das geht ja nur über kurze Strecken, ne? Das ist genau so, wie eine Mutter ein Auto hochheben kann, wenn ihr Kind darunter ist. So ist das bei Svato. Das hat er hundertprozentig. Außerdem, klar. Ich hab von zum Frühstück ein Actimel getrunken, das ging so. Ja, also das ist wie das ablaufen wird oder würde, weil Osel ist natürlich noch viel zu nervös und völlig entkräftet. Ja. Du hast ihm ja nicht umsonst Eselsfutter mitgebracht und etwas frisches Wasser, sauberes Wasser zum Trinken in deiner Feldflasche. Hast du nicht? Ich habe keine Feldflasche dabei. Du hast deine Feldflasche vergessen. Nee, ich habe keine Feldflasche. Ich habe meine Feldflasche dabei. Hast du? Habe ich. Das trifft sich tatsächlich gut. Habe ich, wir haben einen Prolog gespielt, dort habe ich meine Feldflasche geopfert, um etwas Zitronensaft zu transportieren für unseren fantastischen Apfelstrudel. Wir waren zwischendrin im Lager. Offensichtlich habe ich es nicht geschafft, mir im Lager zwischenzeitlich eine neue Feldflasche zu holen. Das ist zusammen mit Umziehen und Duschen einfach hinten runtergefallen. Das hat einfach vergessen. Passiert. Ja, gut. Vielleicht hat mir auch vergessen, der Spielleiter einfach eine neue zu geben. Ja, das vielleicht habe ich aber auch nicht nachgefragt. Also sagen wir es mal so, wenn der Verpflegsposten hier in Gloria noch existieren würde, was er nicht tut, dann hättest du dort jederzeit hingehen können und sagen können, ich will eine Feldflasche, ohne Begründung. Ich habe keine mehr, ich brauche eine. Hättest du eine gekriegt. Ja. Ist aber nicht. Ja, kannst du nichts machen. Also du, kann ja noch kommen. Du beginnst jetzt also erstmal deinen Esel zu beruhigen. Das wird eine Weile dauern und hoffentlich schafft es dann noch rechtzeitig zurück, bevor die da drüben das Licht ausmachen und der letzte Teil des nautischen Zwielichts endgültig hinter dem Horizont verschwindet. Zufälligerweise ist ja Leermond. Ja, also stockdunkel, sobald kein künstliches Licht mehr vorhanden ist. Lassen wir euch mal für einen Moment zurück und wechseln zu unserer Küchenmannschaft. Du verschaffst dir da einen Überblick über das, was da vorhanden ist. Ich muss wissen, was da ist. Ja. Also. Weber ist ja in der Nähe, ne? Hm? Ja, Weber ist jetzt sozusagen deine rechte Hand bei der ganzen Sache. Ich habe noch was Schönes aus dem Chat. Ja. Weber? Ja? Wir schauen jetzt, was wir gebrauchen können. Du hast zugehört, was gebraucht wird. Und du weißt ja, ne? Wie der alte Tourzeichnen schon immer gesagt hat, ob Hund, Katze oder Maus, wir machen Schweinehaxen draus. Hauptsache, wir werden nicht erwischt. Okay, was finden wir? Ja, also eine Erbsensuppe für die Mannschaft der Pioniere zu kochen, das ist ein leichtes. Trockenerbsen gibt es da en masse. Es gibt auch getrocknete Kartoffeln, das ist auch kein Problem. Soweit, so gut. Das Einzige, was die Erbsensuppe braucht, ist Zeit. Die Erbsen sind nicht eingeweicht und du hast keinen Druckkochtopf oder sowas. Das kocht ewig. Das dauert bis spät in die Nacht. Aber das ist ja eine gute Sache. Wenn das schnell ginge, dann lungern die am Ende noch die ganze Zeit bei dir bei der Küche rum. So werden die sehr schnell Langeweile kriegen. Und da habe ich eh einen Plan vorher. Ja. Soll ich erstmal weitermachen? Ja, auf jeden Fall. Der Feldwebel von den Pionieren, der hat sich ja für die Unteroffiziere diesen Wahnwitz da mit den Haxen gewünscht, mit dem Sauerkraut und mit dem Erbspüree. Das Erbspüree, soweit so gut, kannst du direkt aus der Erbsensuppe abzweigen. Sobald die weich gekocht sind, kannst du sie zerstampfen. Sauerkraut gibt es tatsächlich nicht. Was es aber gibt, sind verschiedene Auswahlen von Karlskraut, nämlich von Dörrgemüse. Darunter auch gedörrter Weißkohl. Ah, sehr gut. Und aus gedörrtem Weißkohl und etwas Weinessig kannst du Sauerkraut fälschen. Ja. Das ist kein echtes Sauerkraut, aber der Gourmand merkt den Unterschied nicht. Die Schweinshaxen oder das Eisbein, das ist ein Ding der Unmöglichkeit, denn es gibt schlicht keine. Aber was es gibt, sind abgekochte Schweineknochen von der Suppenküche und Salzfleisch, also gepökeltes, in Salzlake eingelegtes Schweinefleisch.
Wenn man nun also einen solchen Knochen nehmen würde und habe ich Rollbraten. Haben wir Kohlblätter? Kohlblätter. Oh ja. Ja, es, verhasste Kohlblätter, für die noch mehr verhasste Kohlsuppe, gibt es auch in reichlicher Menge. Ja, nehmen wir zum Stabilisieren des Salzfleisches, was wir um die Knochen binden. Sehr gut, kommt mir sehr entgegen. Also der Plan wäre dann also, Salzschwein zu parieren, zurecht zu trimmen und im Prinzip, ja, wie so ein, wie nennt man das, so ein Shish-Kebab oder sowas, ja. um diesen Schweineknochen zu wickeln, mit Kohlblättern und Kohlsträngen zu fixieren, dann kannst du das ja direkt in der Erbsensuppe kochen. Ne? Das wollte ich gerade vorschlagen, damit das möglichst, ne, damit das möglichst dann am Ende zerfällt und möglichst viel Flüssigkeit zieht und sogar noch die Erbsensuppe mit Salz und aromatisiert. Oh ja. Ach, dann sparst du dir sogar das Wässern. Genau. Das Wässern von dem Salzfleisch, weil Salzfleisch muss man üblicherweise wässern. Ja, wir kennen ja heutzutage einfach nur als Kassler. Würze mit für die Erbsensuppe. Das geht, damit haben wir schon mal zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Also während Gennaro da also die ganzen Waren sondiert und guckt anfängt mir irgendjemand zu planen. Werde ich beobachtet dabei? Ja, am Anfang sind die alle recht neugierig. Die das heißt also, ich könnte einmal klar machen, dass ich nicht gestört werden will. Ja. Weil ich nehme so das Fleischerbeil. Einfach so, da ist ja noch eins, ne? Ich muss nicht mein eigenes nehmen. Das ist eigentlich egal, aber ja, das sind Fleischerbeile. Ja, ich mag meins. Aber ich nehme so ein Fleischerbeil, guck zur Tür, wo man mich ja offensichtlich beobachtet. Ja. Guck nochmal zum Fleischerbeil, guck nochmal zur Tür. Und dann liegt da einfach so ein Knochen. Ja. Und während ich zur Tür gucke, hebe ich nur das Beil und schlage so fest ich kann mit dem Fleischerbeil auf. Das auf den Knochen. Also du vergräbst mit der Intention, die Klinge regelrecht in dem Hauklotz da drunter. Mit der Intention, den Hauklotz zu spalten. Ja? Einfach nur, um einmal klarzustellen, dass ich nicht gestört werden will jetzt gerade. Also der Knochen zersplittert in alle Richtungen. Das Fleischerbeil saust tief in den Hauklotz hinein und bleibt da stecken in einer Art und Weise, dass das also selbst du das mit äußerster Mühe und Not nur langsam oder sich herausgewiggelt kriegen. Nee, das lasse ich Weber machen, damit man sieht, wie tief das steckt. Ja. Und ich mir nicht die Blöße gebe, es wieder rauszuziehen. Also den Schaulustigen ist damit auf jeden Fall klar, dass du äußerst ruppig werden könntest. Erregt. Die neue Artus-Sage. Das Excalibur. Ja. Axtkalibur. Möchtest du Hilfskoch werden in diesem Lager, dann ziehe hinaus und... Zeige dich würdig. Dieser Holzblock mit diesem Beil drin steht auch 2000 Jahre später. Die weichen euch dann also etwas vom Leib. Sehr gut. Und ja, ihr könnt euch dann an die Arbeit machen. Also ich muss mal kurz gucken. Also die Erbsensuppe ist Routine. Ja. Das ist Grundschwierigkeit 15. Was das Strecken des Gulasch. Ach, das Gulasch, ja. Da habe ich mir überlegt, natürlich kommt noch Wasser dran, klar, mir bleibt nichts anderes übrig. Ja. Aber wenn es dann soweit ist, weil ich das ja strecken muss auf die doppelte Portion, also zumindest um 3, damit ich dann noch zusätzliche Portionen erzeugen kann. Mhm. Aber ich würde auf jeden Fall was von meiner Räucherpaprika opfern und ich würde die ungarische Wurst mit reinschneiden. Oha! Einfach für den Geschmack, damit das Verdünnen nicht so sehr auffällt. Ne? Luxuriös. Gibt übrigens Flo einen tollen Vorschlag. Ja, außerdem, wenn es salziger ist, schmecken sie das Abführmittel noch weniger. Es gibt einen tollen Vorschlag, vielleicht klaust du das Beil einfach jetzt, wo es ein legendäres Beil ist und nennst es Excalibeil. Legendäre Waffe. Schon gut, aber Excalibeil ist auch sehr Plus schön. Eins auf Hacken. Ja. Dann muss ich anfangen, Hintergrundgeschichten zu Beilen zu schreiben. Ja, sehr gut. Also tatsächlich unser Spiel hier hat ja Einfluss auf das Produkt, denn Freude schöner Götterfunken könnt ihr tatsächlich kaufen, um es entweder zu Hause nachzuspielen oder einfach nur, um uns zu unterstützen und weil ihr mehr sehen wollt von dem, was wir hier tun. Nachspielen heißt übrigens nicht, dass das falsch verstanden wird, heißt nicht, dass ihr das hier nachspielt, wirklich so, wie wir das gerade machen. Ja, ihr spielt eine völlig eigene Geschichte mit völlig eigenen Varianten. Charakteren. Also über ein Dutzend Charaktere. Das Tolle am Rollenspiel ist ja, es ist immer eigen. Jeder macht was anderes. Das hier alles, zum Beispiel, dass Osel aus dem Minenfeld gerettet werden muss, das passiert nur, weil Osel da ist und Osel ist nur da, weil Svartopluk da ist. Oder in eurer Truppe ist erst gar kein Koch und gar kein Meldeläufer. Korrekt, ja. Ja, dann gäbe es ganz andere Probleme und Herausforderungen. Was ihr da aber dazu bekommt, ist all dieses fantastische Spielmaterial, was ihr hier auf dem Tisch seht.
Vier Bücher. Vier Bücher, die euch nicht nur die Regeln und auch das, es gibt ein Kompendium und es gibt ein Geschichtsleitfaden und so. Alles dabei, aber auch alles, was ihr sonst hier zum Spiel braucht. Was ihr auf diesem Tisch seht, gibt es alles in dieser Box mit dazu. Und damit sorgt ihr halt auch dafür, dass Thorsten und ich Rollenspiel entwickeln können, weil das ist was wir tun. Zwei Indie-Entwickler aus Berlin. Die haben nicht mal eine Garage. Wir sind nicht mal eine Garagenfirma, aber aber Zeit für Paprika. Es wird gekocht. Also, dieses Gulasch zu strecken, vor allen Dingen mit dem Materialaufwand, den du da betreibst, kann ich dir gleich sagen, musst du nicht mal würfeln, weil du aus dem Stegreif mit den Boni, die du aus den Sachen bekommst, ja, ich weiß, bereits genug Punkte für ein fantastisches Ergebnis zusammenkriegst. Aber es gibt etwas, das du würfeln musst, nämlich jedes Mal, wenn du deine Räucherpaprika benutzt, könnte es das letzte Mal gewesen sein, weil sie schlicht aufgebraucht ist. Wir haben nämlich ein vereinfachtes Verwaltungssystem für Sachen wie Munition oder eben in dem Fall Räucherpaprika, eben wichtige Dinge des alltäglichen Lebens. Kein Spieler möchte sich da irgendwie Gedanken machen, oder zumindest die meisten nicht. Wie viel Gramm Räucherpaprika habe ich noch? Sind das jetzt 75 Gramm oder sind das 65 Gramm? Und wie viel kommt denn jetzt an das Gulasch? Und das geht auch gar nicht, weil man nach Gefühl würzt, okay? Ja. Ne? Und bei Munition, ist das halt auch so. Vor allen Dingen, weil ja Helden in guten Geschichten die Munition nicht einfach so ausgeht, sondern in einem dramatischen Moment. Deswegen in dem Fall muss Flo würfeln. Ja. Ob die Räucherpaprika ihm erhalten bleibt. Sagen wir es mal so, bei einer 1 bis 3 ist sie alle. Wir brauchen jetzt ganz viel Energie aus dem Chat, dass die Räucherpaprika nicht verbraucht wird. Ja, sonst wird es schwer neu aufzutreiben, ha? We need your energy. Hände hoch. Räucherpaprika, Gangidama. Oh nein! Verdammt. Es ist deine 1. Es ist deine 1. Und was habe ich gemacht? Ich habe wieder über diese blöde Karte gewürfelt, sodass er gerutscht ist. Er ist einfach nur gerutscht. Das war der Fehler. Packst du zum Beweis mal unter die Kamera, damit jeder unser Leiden sieht. Es ist dun. Ich leide. Nein. Ich leide richtig. So. Das heißt, sowohl meine ungarische Wurst als auch meine Räucherpaprika. Okay, alles klar. Road to Räucherpaprika beginnt auch hier. Aber alles für den guten Zweck. Gott, das tut mir gerade mehr weh, als es sollte. Oh. Ja, so ist das, wenn man zockt, ne? Aber das Ergebnis kann sich sehen lassen. Ja? Ich hab jetzt hier die Räucherpaprika. Riecht nicht nach Räucherpaprika. Da müssen wir mit unserem Produktentwickler sprechen. Aber ja, unser Vorratsraum. Oh, kann man Karten drucken lassen, die nach was riechen? Ja, druckst du in China, stinken sie nach Chemie. Sehr gut. Ich muss nachher übrigens, ich muss nachher nochmal in den Wald ganz kurz. Ich muss gucken, ob ich irgendwo Ankerkraut finde. Daraus kann man Räucherpaprika machen. Ich hab gedacht, du gehst in den Wald, um zu schreien. Nein. Weil deine Räucherpaprika auch das. Ich schreie die nächste Paprika an, die ich sehe. Ja. Gleich zieht er los zum Minenfällen, fängt an Steine rein. Wenn ich eine Paprika finde, dann nehme ich so ein Feuer, dann nehme ich ein Streichholz und halte es ganz traurig drunter. Schwefelpaprika. Dass mein Kind so ein bisschen bebt. Ja gut, also das Gulasch wird also im Nu zu einem fantastischen Gulasch gestreckt. Es wird also ein noch besseres Gulasch, als es ohnehin schon gewesen ist. Weber schafft es dann auch sofort zu den Offizieren, die sich dann ja glücklich ans Essen machen werden. Die Erbsensuppe. Nee, tut er nicht. Nicht? Nee, auf keinen Fall. Wieso? Da weil fehlen da noch kein Zutaten. Drin ist. Du willst doch nicht die Offiziere vom Lager finden. Doch, alle. Jeden Einzelnen, der in diesem Lager sitzt. Die müssen alle leiden. Absolut jeder, der da drin in diesem Lager lebt, also keucht und fleucht. Auch die Offiziere, die nichts mit dem zu tun haben. Natürlich, gehangen mit gefangen. Hat uns keiner geholfen. Hätte ja mal einer gucken kommen können, als wir da neu dazugekommen sind mit unserem Auftrag, wo man einen Tag vorher, bevor wir überhaupt die Möglichkeit hatten, uns irgendwo umzugucken, hier alles schon angefangen hat aufzuräumen, was überhaupt nicht im Plan war, weshalb wir total am Arsch sind. Ich bin im Minenfeld, ich bin entspannt. Die gehören auch bald der Schlucht. Ja, so wie Florian, der Esel. Ja, also während also Gorlami einen inneren Wutausbruchsmonolog mit seinem inneren Happel führt. So ist es. Immer wenn ich sauer bin, stelle ich mir vor, dass ich mit Happel diskutiere. Engel links, Happel rechts. Genau so. Echt? Swato links, Happel rechts. Ja, aber der Happel links, also, der kannst du nur am Hacken knallen. Weber, also gerade das Gulasch bereits zu den Offizieren bringen will, du ihn stoppst. Ja, aber ich verstehe nicht, die Offiziere wollen doch jetzt ihr Essen. Und daran hängt doch meine Beförderung. Und ja, dann in dem Moment kommen Breuer und Schwester Sophia dazu. Also als erstes ist natürlich, wie immer, Tars drin. Zack, durch die Tür, hüpft auf den nächsten Stuhl.
Und dann macht er diesen ganz merkwürdigen Tanz. Ihr kennt das, wenn Katzen sich auf einem kleinen Hocker zusammenhocken und da einrollen. Ja. Hunde machen das auch. Dummerweise machen das auch die Hunde, die einfach nicht kapieren, dass sie viel zu groß sind für dieses Objekt. Und Tars ist einer von denen. Der hüpft also auf diesen Hocker und beginnt dann ganz merkwürdig mit dem Hintern zu wackeln und sich zu drehen und immer wieder zu versuchen, sich hinzulegen. Und also Sophia kennt das schon, er wird am Ende aufgeben und dann um den Hocker unten rumliegen. Aber das muss er machen, das kriegt man nicht raus aus ihm. Breuer folgt direkt hinterher und Schwester Sophia kommt rein und Tars streichelt ihn. Kann man das noch essen? Also, was ist jetzt mit dem Gulasch? Ist das jetzt noch nicht fertig oder was? Es ist fast fertig. Übrigens habe ich in der Zeit so viel genascht, muss ich ganz kurz fragen, dass ich meinen Punkt Hunger loswerden kann. Kannst du, ja. Yeah. Bye-bye, Nachteil. Also, ich hatte die Hoffnung, naschen zu können. Also ich würde ja den Weber bitten, noch so einen Knochen zu holen. Mhm. Für Tars. Ja, tut das. Ja, schön. Dann, wenn er sich umdreht, hier hast du dein Fläschchen und ein bisschen Granulat. Wie viel davon brauche ich? Alles. Nimm einfach alles. Perfekt abgelenkt holt Weber einen Knochen. Geschmacksneutral. Hilf mir mit, auch in die Erbsensuppe. Ja. Ich versuche vor, noch einen Löffel Gulasch rauszuklauen, bevor die da Sachen reinkriegen. Vom Offiziersgulasch? Ja, um Himmels Willen, wenn ihr es jetzt auch... Wenn er jetzt anfängt, Sachen zu vergiften, will ich vor Gulasch klauen. Ja. Jetzt auch so 600 Milliliter einfach. Ich frag der Sicherheit halber nur nochmal nach, ob ihr wirklich sicher seid, dass ihr, dass die Offiziere des Postens tatsächlich mit Abführmittel vergiften wollt. Habe ich Einfluss auf Gennaro? Weil ich also Gennaro vergiftet gerade glücklich die Erbsensuppe, schüttet da das eine rein, das andere rein, rührt um, riecht dran, nimmt den Löffel, kostet beinahe. Ja, erinnert sich, dass er das ausnahmsweise nicht tun sollte. Und wendet sich dann den Haxen zu, die er ordentlich damit einpaniert, also einbeizt, aufwickelt. Ich gucke mich nach einer Bratenspritze um. Ja, eine Bratenspritze. Keine da, schade. Also hättet ihr mal ein Klistier mitgebracht aus dem Lazarett? Wollte ich gerade sagen. Wir können eine Einlaufspritze holen. Schon in Ordnung. Stimmt, brauchen wir jetzt auch nicht mehr. So. Nee, ich reib das so richtig unter die Blätter und in alles rein. Das ist absolut grandios. Also was ist jetzt mit den Offizieren? Wenn die ihr Essen nicht pünktlich kriegen, dann kriege ich Ärger. Und ich habe eine Beförderung auf einem guten Posten ausstehend. Und ich denke, das ist perfekt. Sie müssen auch mal akzeptieren, dass etwas gut genug ist. Ich gucke, wie weit ist die Erbsensuppe ungefähr? Wie weit? Die ist so in anderthalb Stunden fertig. Ah. Ich hadere halt, weil ich die ganze Zeit, ich habe halt hier noch dieses Fläschchen Apfelmittel, aber mir ist auch klar, dass ich, warte, Sophia. Ja? Wie schnell wirkt das? Das braucht schon so 2-3 Stunden. Ist das so? Ja, das muss ja erstmal richtig ankommen. Wenn das Schwester Sophia sagt, dann ist das das, was sie ausgesucht hat. Ja. Was aber eigentlich gut ist, ne? Die Pioniere ich weiß, essen weil die dann. Essen ja, zu, weil die Offiziere zuerst essen, deswegen, aber das kommt ja timingtechnisch nicht dann in die Quere großartig. Richtig. Also die Pioniere würden weil so gegen... Weil sie zum Glück so geantwortet haben. Pioniere würden so gegen Mitternacht essen. Was ganz gut ist, weil dann essen sie, gehen schlafen und haben dann ganz andere Probleme, aber, wenn sie aufwachen. Aber ich entscheide mich bewusst dagegen, die Offiziere zu vergiften, weil ich nicht will, dass wirklich, wirklich absolut alles auf mich zurückzuführen ist, obwohl es völlig unterschiedliche Gerichte sind. Mhm. Weil wenn alle was von den Erbsen essen, dann waren es die Würmer. In den Erbsen. Natürlich. Ja. Trockenwurm, der gemeine Trockenerbsenwurm, der ist... Wurmzeichen. Ja. War auch im frühen 20. Jahrhundert durchaus bekannt, dass man aufpassen muss auf den fiesen Trockenerbsenwurm. Die totale Verwurmung. Ja. Ganz fies. Ganz schlimmer Durchfall. Ja. Werden Erbsenwürmer angelockt durch rhythmische Kochbewegungen? Ja. Absolut. Absolut. Da braucht man einen Küchenhelfer, der die ganze Zeit stampft. Nee, also okay, nochmal zu Protokoll, das Offiziersgulasch ist gut, die sollen mich einfach nur loben und mich in guter Erinnerung behalten. Es ist nicht vergiftet, also nicht mit Abführmittel gestreckt. Die werden schon genug zu tun haben, den Rest ihrer scheißenden Bagage da irgendwie zusammenzuhalten. Da ist auch die gute Wurst drin. Ne? Im Übrigen, kurze Ankündigung, weil gefragt wurde im Chat, wann es die erste kleinere Pause gibt. Ich halte tatsächlich eine Toilettenpause für sinnvoll, wenn unsere verehrten... gegen 21 Uhr geplant. Wenn unsere verehrten Soldaten im Lager
auf Klo rennen müssen. Ja. Das könnte thematisch passen. Ja, auf Klo rennen sie erst ein paar Stunden, aber wenn sie anfangen, sich darauf vorzubereiten. Ja, ja. Wir können ja gucken, aber 21 Uhr roundabout und je nachdem, was die Spielsituation sagt. Das heißt, Thorsten ist der Chef darüber. Ja, gut. Dann machen wir trotzdem jetzt nochmal weiter. Jo. Wir haben jetzt natürlich auch für Gennaro ein paar Proben zu würfeln. Nämlich die Erbsensuppe. Das ist Routine. 15, nicht schwierig. Das ist eine Erbsensuppe. Plus 5, weil du Zeitdruck hast. Die wollen ihr Essen, bevor sie schlafen, sonst platzt der ganze Deal. Und sie müssen ihr Essen essen, bevor sie schlafen, sonst platzt der ganze Plan. Das macht 20. Du hast durch die Ausstattung der Feldküche einen Bonus von plus 6. Ja. Und durch die Hilfe von Weber plus 4, was durch deine Spezialfähigkeit zu plus 6 wird. Du hast also ein plus 12. Ich vermute... Arbeite ja noch mit meinem Beil. Ja. Nee, nicht bei der Erbsensuppe. Erbsensuppen profitieren nicht wirklich von Küchenbeilen. Ja, aber da ist ja alles, da ist ja auch das ganze Fleisch und so drin, was natürlich auch dementsprechend mit dem Beil zugerichtet wurde. Korrekt, aber das Fleisch gehört zum anderen Gericht. Ja, aber es ist ja da drin. Okay, ich diskutiere nicht. Kannst gern diskutieren. Ja. Ich guck ganz bekümmert zu dir rüber und sag, ich glaube, das wird nichts. Oh, doch, das wird was. Komm, ich glaube da dran. Ganz fest. Okay, cool. Also mit einem Gesamtbonus von 10. Was hast du kochen? 6. Ja? Bist du bei 16 und dann brauchen wir noch ein Attribut für den Pool. Ich klang gerade so hart nach Neukölln, Berliner. Was hast du kochen? 6 habe ich kochen. Was hast du kochen? Dünner? Dünne Rakete. Ja, das wird dann wahrscheinlich... Alles ohne Zwiebel. Das wird dann... 2 darf ich nicht setzen. Hm? Was? 2 Attribute. Nein, das ist ein Attribut und deine Fertigkeit. Ja, ich weiß. Besser. Ja, Schnelligkeit nicht. Aber denk dran, für jede Fertigkeit. Stärke bringt in dem Fall auch nichts, aber 6. Geschick 6. Ja. Dann hast du also 22 plus einen Würfel. Ja. Und die Schwierigkeit ist 20. Das wird nicht schwer. Nun ja. Ich kaufe 4 Würfel. Tu mir nur einen Gefallen und würfel nicht über die Karte. Willst du? Was? Willst du? Ich kaufe sowas von 4 Würfel. Ja, okay. Ja. Aber willst du mit einer 4 am Ende landen? Ja, ja, er ist verrückt. Aber ich habe auch 5 Würfel. Was ist mit seinen Vorteilen? Hm? Was für Vorteile? Ich meine Zuspruch. Stimmt. Er kann nur maximal 3 haben. Er kann maximal 3 Vorteile haben. Die Hilfe dadurch, dass Weber ihm hilft. Aber ich habe trotzdem 5 Würfel jetzt. Ich brauche noch einen Würfel. Ja. Ja. Ja, okay. 5 ist übrigens das Maximum, was man in Würfeln haben kann. Also, ja. Viel Spaß. Maximales Risiko. Also schon mal. Wir packen sie euch gerne aufs Würfelbrett. Ich bin jetzt natürlich als Spieler da so ein bisschen gespannt, auf was für ein Und-Ergebnis du da eigentlich hinarbeitest. Denn ein besonders fantastisches Essen willst du deinen. Nee, das nicht, aber. Erzfeinden ja eigentlich nicht, ne, servieren. Aber es soll natürlich. Niemand soll den leisesten Verdacht schöpfen. Und es soll so gut schmecken, dass sie bis auf den letzten Tropfen aufessen. Klingt gut. So, 9. Ha! 9. Blitz. Oh! 19. 2 kann ich aber nochmal machen. 9. Noch eine 9. 8. Und 8. Und die 2 mache ich nochmal. Und das fällt sogar die Würfelklemmung. In Ohnmacht gefallen. Und hier kommt noch eine 3. Na gut, okay. Okay, okay, okay. Also, es sind 18, 26, 29 und der Blitz sind 39. Schmeiß sie mal gerne hier hin, dass wir sie mal sehen können. Ja, Alter. Es hat sich überhaupt nicht gelohnt, aber trotzdem ein sehr gutes Ergebnis. Wie, da muss sich der Spielleiter jetzt richtig was ausdenken, wie geil das ist. Dankeschön. Bam, Alter. Die gesamte Würfelglück für heute aufgebraucht. Also das ist die beste, schlechteste Erbsensuppe aller Zeiten. Richtig? Yes. Mann. Das Bein nach vorne. Dann wollen wir mal sehen, ob du genauso gut abschneidest bei der Hauptaufgabe, nämlich den gefälschten Schweinshaxen mit dem gefälschten Sauerkraut und der ebenfalls Arbeit unter Zeitdruck, denn das ist schwierig und erschwert, weil du unter Zeitdruck arbeitest. Damit hast du eine Schwierigkeit von 30. So, du kannst hier aber deinen Fleischerbeil nutzbringend einsetzen. Was zum Teufel macht Paul da mit der Wolperratte? Es funktioniert. Da geht's gut. Also lassen wir das durchgehen. Die Wolperratte wrestelt mit dem Stativ für die Würfelkette. Ja, die macht jetzt innige Liebe mit dem Stativ der Würfel. So, regelmäßig umfällt. Also pass auf, es kommt nämlich noch was dazu. Ja. Nämlich. Ja. Du kannst deinen Fleischerball benutzen, das ist eine feine Sache. Du kochst diese gefälschten Haxen in der Erbsensuppe vor. Aber am Ende kannst du die natürlich auch noch scharf anrösten, um sie schön knusprig zu machen. Und besonders appetitlich, damit sie auch alles schön aufessen.
mit allen daraus entstehenden Konsequenzen. Weber hat dir ja am Anfang gesagt, dass das Einzige, was er zur Verfügung hatte, bevor du die Küche organisiert hast, ist, naja, seine Bratpfanne. Ja. Und, weshalb wir ja hier sind. Du hast ja deine Bratpfanne vor einer Weile verloren. Er leiht dir natürlich seine Bratpfanne. ja. Noch ist sie nicht geklaut. Das glaubst du. Ist natürlich noch nicht deine. Warte, bis er auf Klo sitzt. Sitz ist Eigentum. So, ja, du hast also eine Schwierigkeit von 30. Ja. Du hast nach wie vor Kochen 5. Geschick wieder, nehme ich an. Ja. 6. Ja. 6, Kochen 6. Ja, Kochen 6, Geschick 6. Mhm. Also 12. Naja, Stärke bringt mir auch nichts, ne? Nee, ich hab das. Nee, nee. So. Aber ich habe Bratpfanne und Fleisch dabei. Mhm. Das sind nochmal plus 6 und plus 4. Ja. Also nochmal plus 10. Ja, bist bei 22 wieder. Und du hast die restliche Küchenausstattung da noch. Die gibt dir auch nochmal einen Bonus von plus 6. Damit bist du bei 28. Gut, damit verbleibe ich bei 8 und kaufe 4 Würfel. Ja, klar, warum nicht? Alrighty. Auf was muss ich kommen? Naja, es kommt drauf an, welches Ergebnis du anstrebst. Du brauchst eine 40 für ein Jahr und. Huiuiuiui. Okay, los geht's. 3, 7, 2, 3. 9. Das war eine 3 vorher. Sein Kochglück hat ihn verlassen. Nee, 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 nee. Warte ab. Deinen schlechtesten kannst du neu würfeln. Ja. 2. Das bleibt eine 3. So, was haben wir da? Nee, es bleibt sogar eine 2. Leute. Nee, das bessere Ergebnis zählt. Das beste Ergebnis zählt. Es war eine 2. Ach so, okay. Oh. Dann packen wir das jetzt. Okay, was dann kommen wir jetzt erstmal auf 16, 19, 22, 24. 24 und die 8, die du noch hast. Packst du es aber ganz kurz rein? 32? Beweise sehen. Wir sind 32. Ja. Das wäre ein Ja-Aber. Ja, ja, macht aber nichts. Denn du akzeptierst kein Ja-Aber. Nee. Du opferst. Denn während ich das alles anbrate, stelle ich einfach fest, oha, 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 die Flamme, die geht aber ganz schön hoch, das gefällt mir überhaupt nicht. Das ist überhaupt nicht mein Ding. Ich kriege das aber gerade mit, dass die Flamme so extrem hoch geht. Also muss ich die löschen mit meiner Bettrolle, schmeiß sie natürlich drauf, ne, breite die aus und stelle fest, oh shit, 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 die verbrennt, wodurch ich nochmal 6 drauf kriege. Und dann stelle ich aber fest, seine Bettrolle beim Kochen. Ich stelle aber fest, verdammte Hacke, das ist unheimlich eingedickt in der Zeit. Das passiert natürlich, weil das natürlich viel zu viel Hitze gekriegt hat. Werde so ein bisschen panisch, greife aber hinter mich und denke mir, oh bloß, gut, habe ich ja noch meine Feldflasche dabei. Und kippe halt einfach so schnell ich kann noch ein bisschen Wasser einfach nach, um zu verhindern, dass der Boden der Pfanne, meiner neuen Pfanne, zu sehr anbrennt und anhackt, weil dann wäre die komplette schön eingearbeitete Schicht, die sich da über die letzten Wochen Patina. Und Monate gebildet hat, diese Patina wäre hingewesen. Yeah. Also lösche ich das alles schnellstmöglich ab. Ich lasse das als Nutzung der Feldflasche gelten, ohne dass die Feldflasche dabei Schaden nimmt. Yes. Ist nämlich schließlich aus Metall, sehr robust. okay, also du in deinem Übermut ein gewaltiges Meisterwerk zu produzieren, nur um es dann vergiftet dem Gast zu servieren. Ja, aber der Anspruch bleibt vorhanden. Riskierst du alles und beinahe geht alles schief. Und am Ende stehst du also da mit einer verrauchten Küche, mit einer völlig verbrannten Bettrolle, ja, mit einer leeren Feldflasche, was nicht weiter schlimm ist. Es zieht auch einige Schaulustige an, die sehen wollen, was da gerade vor sich geht. Und die Pioniere verspotten dich fleißig, dass du da die halbe Küche abfackelst. Ja, Weber würde vermutlich an deinen meisterhaften Kochkünsten jetzt ein wenig zweifeln, wie er dich da am völligen Rotieren sieht, wenn der jetzt nicht das Gulasch den Offizieren serviert hätte und damit beschäftigt wäre, die zu bedienen und dann im Zweifelsfall Wein und sowas einzugießen. Offizieren steht nämlich Wein zu. Ja, Offizier muss man sein, ne? Hier gibt es Wein. Life, Alter. Ja, bei den Vorzugswaren der Offiziere in der Offiziersbaracke. Mal sehen, ob ich mir welchen besorgen kann. Ja, ich möchte übrigens ganz kurz betonen, dass ich schon mit dem Gedanken spiele, meine Initialen, die nicht nur zufälligerweise übrigens GG sind, in den Pfannengriff zu ritzen. Das kann dir aus Versehen passieren. Ja, also während du da also am Wirbeln und am Machen bist, was machen Schwester Sophia und Breuer denn eigentlich? Weil das dauert ja noch eine Weile.
Also ich würde sagen, wir gehen zurück und ja, hauen uns eine Weile aufs Ohr und ich versuche diesen Wein zu klauen. Das klingt vernünftig, ein bisschen ausruhen, ne? Ja. Schmerlinge hat doch einen Ort, wo man sich ausruhen kann. Ich würde empfehlen, dass du dir eine Mütze Schlaf gönnst. Ich gucke mich nach diesem Wein um. Und ich nehme Tars mit. Der hat ja jetzt einen Knochen. Voll ja, gut. Den nimmt er auch mit. Ja. Ja, du machst dich also auf den Weg mit dem Ziel, vielleicht irgendwas von dem Wein auftreiben zu können. Mhm. Vielleicht wen zu finden, der mir dabei hilft. Mhm. Ja, Sophia, du machst dich auf den Weg zu der Baracke, vor der eure Esel parken. Und wo euer Material abgeladen ist, wo Schmerlinger schnarcht, den hörst du auch schon aus einigen Schritten Entfernung schnarchen. Ja. Die Musik gefällt mir nicht. Hm? Die Musik gefällt mir nicht. Die Musik gefällt dir nicht? Ich bringe ein Wort mit dem DJ. Das ist zu gut nervös. Ja. Ich bin ja relativ unaufmerksam, aber Tars ist ja immer zum Glück bei mir, ne? Ja. Tars ist immer bei dir. Tars lässt seinen Knochen fallen, als ihr euch der Baracke nähert, spitzt etwas die Ohren. Tars? Und wie er das also tut, bemerkst du, dass jemand zwei Baracken weiter von der Baracke, die ihr in Beschlag genommen habt, in dem engen Korridor zwischen den Baracken herumlungert. Und der scheint eure Baracke im Auge zu behalten. Und den hast du schon mal irgendwo gesehen. Du bist dir nicht ganz sicher, wo. Also auf jeden Fall ist es einer von Schlegelmeiers Pionieren. Der schaut die ganze Zeit rüber zu eurer Baracke. Zieht an der Zigarette. Tars ist still, wie er immer ist, wenn er irgendwas bemerkt. Ist ein gut abgerichteter Hund, der schlägt nicht laut an. Aber dass er den Knochen fallen gelassen hat, ist ein Zeichen, dass er nervös ist. Er hat so einen Riecher für schattige Gesellen. Plötzlich kommt noch eine zweite Gestalt dazu. Kreuzt durch das Licht der Lagerlaternen. Geht zu dem Kerl hin. Nickt ihm zu. Moment, ich muss ganz kurz das tun, was Spielleiter manchmal machen müssen. Ich muss meine Notizen sortieren. Und gucken, wo ich mir etwas aufgeschrieben habe. Ah ja, genau. So. Der Neuankömmling geht zu dieser merkwürdigen Gestalt hin. Hey, Weichselbraun. Irgendwas gesehen? Nee. Der andere schüttelt den Kopf. Da drin schnarcht dieses Walross. Die anderen sind sonst wo. Schernamer hat gesagt, du sollst dich mit ihm treffen. Hat was mit dir zu besprechen. Wo? Wachgräben zum Osten raus. Worum geht's? Kann ich dir nicht sagen. Muss den Feldwebel selbst fragen. Ich löse dich hier ab. Er hat gesagt, du sollst aufpassen, dass dir niemand folgt. Ja, okay. In Ordnung. Er tritt ins Licht, reibt sich mit der Hand über den Nasenrücken seiner krummen und schiefen Nase. Und jetzt weißt du auch, wo du ihn schon mal gesehen hast. Den hast du nämlich im Lazarett gesehen, in eurem Hauptlager. Das ist einer von den Pionieren, die vor einigen Wochen in eine ganz schlimme Schlägerei gekommen sind. Er ist der, dem es nur die Nase gebrochen hat. Der andere hatte mehrere gebrochene Rippen. Oh. Du erinnerst dich, dass es da Ärger gab mit Gennaro und mit Svartopluk. Die Jungs. Das müsste dann entweder derjenige gewesen sein, dem Gennaro den Schlagring abgenommen hat, der seitdem treu um seinen Hals baumelt. Oder es ist der versucht hat, Svartopluk mit einem Spaten zu erschlagen und von ihm Chili-Pulver ins Gesicht geworfen bekommen hat. So oder so keine netten Gesellen. Der stiefelt jedenfalls los. Nicht in deine Richtung, sondern einen der zahlreichen Schanzgänge entlang und macht sich auf den Weg zu diesem Treffen, zu dem er gerade geschickt wurde.
Und der andere hat ihn ersetzt? Der andere hat ihn ersetzt, eure Baracke zu beobachten. Hat er mich schon gesehen? Nein. Oh, ich bin so hin und her gerissen. Ich gucke mich auf jeden Fall um, ob ich den Breuer noch irgendwo sehe. Breuer ist tatsächlich weit und breit nicht zu sehen. Das ist eine Spezialfähigkeit. Was? Ne? Ja, ich immer bin hier in den Schatten abgetaucht, um Wein zu klauen. Gibt's Wichtigeres? Ich bin schon neugierig. Na, nun. Siehst du? Ich würde ihm hinterher schleichen. Mhm. Und Tars kommt natürlich mit still. Ja. Du sagst also Tars still? Ja. Und du peilst also grob den Weg, den der Mann genommen haben muss, schlägst dann einen anderen Weg ein, parallel, ein anderer Gang. Man kann ja nicht direkt hinterher, dann würde der andere dich ja sehen. Du nimmst die Verfolgung auf. Ja. Du folgst ihm zum Verpflegsplatz, den er überquert. Und vom Verpflegsplatz aus zum Hauptplatz des Lagers weitergeht. Dort in Richtung Norden, in Richtung nördlichen Wachposten, wo es aus dem Lager rausgeht, einschlägt. Und dann, ich zeige dir das mal kurz auf der Karte, und dann hier zu diesem Bereich geht, nämlich den Wach- und Beobachtungsgräben, mit denen nach Osten hin das Lager gesichert wird. Das ist da im Norden, ne? Ja, das ist diese Ausstülpung, diese Erhebung. Über der kaputten Brücke. Bei der großen Flussbiegung. Ist aber keine Kamera, es ist eine Einblendung, deswegen können wir es jetzt gerade nicht direkt zeigen. Ja. Sie verlassen so quasi den bewohnten Bereich und gehen zu den Gräben, wo aktuell kaum noch jemand ist. Ne? Richtig, nur so ganz wenige Beobachter, die das Niemandsland im Auge behalten. Da schleicht er jedenfalls hin. Und ein paar Mal stoppt er auch und schaut sich um und guckt, ob ihm jemand folgt. Ja, du bist so heimlich, wie du nur sein kannst, still wie eine Kirchenmaus. Und tatsächlich scheint er dich nicht zu bemerken. Für einen Moment verlierst du ihn aus den Augen. Die Luft hier ist etwas frischer, etwas windiger. Tars verliert auch die Witterung. Der Fluss fließt ja hier zu drei Seiten um diese Ausstülpung des Lagers, die höchste Anhöhe. Du hörst die österreichische Fahne, die am äußersten Ausleger bei einem der Maschinengewehrposten im Wind flattert. Bei einem der Wachbunker hustet ein Wachsoldat, grummelt irgendetwas. Du gehst an der Abzweigung vorbei, die dorthin führt, und siehst den Pionier, dem du folgst, bei dem äußersten Beobachtungsposten da verschwinden, wo die Fahne hängt. Dort, von wo aus das Niemandsland mit einem Maschinengewehr im Auge behalten wird. Und kaum, dass er dort verschwunden ist, hörst du ihn sagen, Feldwebel Schernhammer, Weichselbahn, setz dich. Setz dich, mach's dir gemütlich. Ich hab gehört, du pudelst dich mächtig auf, wegen dem Gorlami. Stimmt das? Naja, ich hab jetzt bei der Waage rumgestanden und davor habe ich nur geredet. Ich meine, ich begreife einfach nicht, warum wir diesem Zampano da jetzt kochen lassen. Und dass ich da auch noch so tun soll, als wenn er nichts gewesen wäre. Der hat mir die Nase gebrochen. Und meinen Schlockring hat er mir gemaust. Dem Schadek hat er sogar einen Zahn ausgeschlagen und ihm drei Rippen gebrochen. Wenn der jetzt nicht in Volkovets mit dem Abbrand zu tun hätte, dann wäre der Gorlami bereits Karpatenschnitzel. Glaube ich ja nicht, aber. Nee, nix da. Du wirst schön die Füße stillhalten und hier keinen Wickel machen. Glaubst denn, ich hätte das vergessen? Ihr beide habt vielleicht die Prügel kassiert. Aber die Vorzugswaren, die ihr im Kapfenbergfeldlager beschaffen solltet, die waren ja nicht für mich. Die waren für den Hauptmann Schlegelmeier, damit er sich mit dem Generalmajor von Eberding gutstellen kann. Das hat der Feind vereitelt. Und dann
Dann ist dieser Gefrasste auch noch losgezogen und hat irgendwoher diesen vermaledeiten Strudel für den Generalmajor aufgetrieben? Wie stand ich denn da? Eure Prügel ist doch längst verheilt, aber meine er? Und nun? Das ist doch nur mehr Grund für eine zünftige Rache. Ja klar, aber eben richtig. Die Basis hauen wir so richtig in die Pfanne, mein Lieber. Ich hab nämlich den Kassiermeister vom Stab hier zum Haxenessen nachher eingeladen. Und dann lasse ich mir von dem einen feinen Wisch ausstellen, der uns berechtigt, die restlichen Esel von dieser Packelrast zu nehmen. Dieser Küchenzampano gräbt sich gerade sein eigenes Grab. Morgen Abend haben wir dann genug Esel, um unsere ganze Beute wegzuschaffen. Die anderen werden ja nicht auch so dumme Ungestalten sein wie das Vieh, das wir in die Minen getrieben haben. Guter Planer, Feldwebel. Na klar, ist ja auch von mir. Und nun schleicht die. Hab ein Auge auf unsere Beute. Packelrass von Gorlamis Basis hackt irgendwas aus. Vor allem dieser Strafmannschaftler. Find den und sieh zu, dass er brav bleibt. Und hier, nimm meine Pistole. Wenn er was Dummes macht, schieß. Da findet sich dann schon ein Grund. War ja nicht umsonst bei der Strafmannschaft. Ja, Feldwebel. Du hörst, wie jemand eine Pistole durchlädt. Ich duck mich ganz klein. Du duckst dich in eine der Nischen des dieses Schanzganges da, wo bei voller Besetzung des Lagers Gewehre bereitstehen und Handgranaten. Jetzt ist da nichts mehr. Drückst dich in die Dunkelheit und siehst, wie der Feldwebel Scherrenhammer mit schnellen Schritten an seiner Pfeife paffend an dir vorbeigeht. Die Basis, die werden blaues Wunder erleben werden, die. Ja. Morgen Abend stehen die ganz ohne Esel da und dumm. Und von den Vorräten, die sie brauchen, kriegen die nichts von mir. Nichts. Dann ist der weg. Ich bleib natürlich da unten. Mhm. Da ist ja noch jemand, der bewaffnet ist. Ja. Der Weichselbraun, der mit der ehemals gebrochenen Nase. Ehemals. Ja, wo Gorlami hinschlägt, da ist eine Nase niemals wieder völlig ungebrochen. Ne? Die bricht schon wieder neu beim Gedanken an deine Faust. Nee, nicht also sonst die Nase vom Bosensee. Ich warte jedenfalls, bis er wieder weg ist. You can't get un-Gorlami. Ja. Du wartest und wartest und wartest. Also du hörst gelegentlich Atemgeräusche und dieses Ausblasgeräusch, wenn jemand dann von seiner Zigarette auspustet. Scheint sich also noch ein Kippchen zu gönnen. Und dann hörst du plötzlich Schritte aus der anderen Richtung. Aus Richtung Lager. In deine Richtung kommen. Und Tars hebt die Augen, also hebt die Ohren und richtet sich etwas auf, aber er wirkt nicht nervös. Nein, um Himmels Willen, Tars wirkt glücklich. Irgendjemand kommt, den Tars mag. Schwester Sophia? Oh Gott. Schwester Sophia? Lukas. Hörst du Lukas rufen? Gott, dieser Junge. Macht Tars und hüpft in den Gang. Hey, Tars! Du hörst also zügige Schritte näher kommen und im fahlen Licht, das noch vom Lagerrand scheint, siehst du Lukas, der sich zu Tars bückt und ihn struffelt. So ungefähr auf die Distanz, wie wir beide jetzt zueinander sind, dich überhaupt nicht sehend. Na, wo ist denn die Sophia? Wo ist denn die Sophia? Wo ist denn die Sophia? Also ich werde mich dem nicht zeigen. Ich nutze die Gelegenheit und kriech an dem vorbei. Kriechst an Lukas vorbei? Ich kriech an Lukas vorbei. Ja? Ich kriech Richtung Lager. Ich muss Breuer warnen. Aber doch nicht vor Lukas. Nee. Ja, aber also du kriechst an Lukas vorbei. Und ich sag mal so, die schwarze Hälfte deiner Kleidung macht es dir relativ leicht in der Dunkelheit. Die weiße Hälfte nicht. Ich kann das ja hochklappen. Das macht es schlimmer.
Das entblößt mehr Weiß. Oh nein. Außerdem, naja, Tars folgt dir sofort. Und da, wo Tars hingeht, geht Lukas hin. Also Lukas. Guckt Lukas hin und Lukas schaut zu dir. Psst, Schwester Sophia, wo mockt ihr denn auf dem Boden? Ich sammel Erde. Zeugnisse. Voller Mineralstoffe. Ach so, okay. Ja. Kann ich helfen? Ja, wenn du hier runterkommst, ja. Er duckt sich ab. Gibt es denn hier in den Gräben bessere Erde als anderswo? Ja, die ist frisch ausgehoben. Na gut. Nimm einfach ein bisschen was in dein Beutelchen. Ja, na das gut. Das ist wichtig, das ist gut für die Gesundheit. Ja, ich helf dir ja gern. Schön. Ich bin nur dem Breuer begegnet und der Breuer hat gesagt, du wolltest eigentlich schlafen kommen, aber dann warst du nicht bei der Baracke und ich habe mir Sorgen gemacht. Und einer von den Offizieren hat beim Rauchen gestanden, hat gesagt, er hat dich hier zu den Gräben gehen sehen. Ist das hier gute Erde? Ja, wunderbar, ja. Das tue ich jetzt in meinen Beutel, ja? Ja, das ist immer gut. Pack das in seinen Brotbeutel. In Ordnung. Heilerde, Globus, Globuli, wow. So wurden sie erfunden. Den Zusammenhang würde keiner sehen. Globuli. Ja. Das ist der Erde aus dem Schurf hier. Allerdings entfernt ihr euch natürlich bei dieser absurden Scharade nicht besonders schnell. Aber wir haben ja jetzt einen Grund, hier gewesen zu sein. Wenn wir das so nennen wollen. Ich sag auch zu Lukas, wir haben jetzt eigentlich auch genug Erde, jetzt wo du mir geholfen hast. Jetzt können wir auch zurück ins Lager gehen. Ah, in Ordnung. Ja. Lukas steht einfach still wieder auf, klopft sich ab und du hörst, wie jemand den Bolzen einer Pistole nach hinten zieht, kurz bevor diese Person, Lukas, die Pistole von hinten an den Kopf hält. Hey, was machst du hier? Dreck sammeln? Heilerde, meine. Für Gott. Schwester Sophia? Das ist gesund? Moment. Für wen? Schaut an Lukas vorbei. Hallo. Hallo. Für Schwester Sophia. Ja. Aha. Das ist ein guter Junge, oder? Aha. Er zieht die Pistole zur Seite und schlägt Lukas mit dem Pistolenlauf über den Kopf. Lukas geht zu Boden. Weichselbraun macht einen Schritt auf dich zu, hält dir die Pistole entgegen. Nein, du bist doch nicht zufällig hier. Du und das Black. Nein, wir sammeln ja auch Heilerde. Ihr Basis plant doch irgendwas. Was hast du gehört? Du hast doch irgendwas gehört. Du wieselst doch immer irgendwo rum und hörst irgendwelche Sachen und trinkst mit dem Gorlami rum und diesen, der anderen Bagage da. Ich hab Würmerhusten gehört. Tars knurrt und ist sehr angespannt. Du weißt, es braucht nur ein Wort von dir und Tars geht los wie eine Feder. Halt lieber deinen Hund ruhig. Was hast du gehört? Du hast doch alles gehört. Was denn gehört? Was mache ich denn jetzt? Was soll ich denn gehört haben? Verdammt, ich kann doch keine Nonne erschießen. Den verdammten Strafsoldaten hätte ich umgelegt. Ich kann doch keine Nonne erschießen. Warum wollen sie uns erschießen? Wir haben nur Dreck gesammelt. Wegen der Heilkraft. Ist der Junge so blöd oder tut der nur so? Nein, das ist wirklich gut. Das ist Heilerde, was soll ich denn gehört haben? Tritt Lukas einmal mit dem Stiefel in die Seite. Hör auf. Der arme Junge. Nicht, dass er das verdient hätte. Tars zuckt einmal kurz, als wenn er springen wollen würde, aber wartet immer noch, ob du einen Befehl gibst. Ohne einen Befehl tut er nichts. Nee. Also ich versuche ihn wirklich immer noch begreiflich zu machen, dass ich nichts gehört habe, weil was denn? Hast du irgendwas? Agitation oder sonst was? Nee. Aber ich bin sehr empathisch. Du willst mir doch nicht sagen, dass du hier Dreck sammelst. Wer sammelt denn Dreck? Aber wir haben doch alle Nährstoffmangel. Das ist beste Tonerde hier. Der Kaiser sorgt schon dafür, dass wir genug Dreck fressen. Himmelorsch kratzt sich mit dem Korn der Pistole am Kopf. Na dann, dann sammel mal mehr Dreck. Ja, das mache ich, mein Junge. Das mache ich. Aber ich kann nicht riskieren, dass du irgendwas gehört hast. Komm mit. Er greift nach dir. Jetzt sage ich Tars. Los. Also er packt dich am Kragen.
ich sperre dich weg, wo du niemandem warst und du sagst Tars Fass, ja? Ja. Ja, gut. Also in dem Moment schießt Tars los und springt ihm... Moment. Ah ja! Nee. Ich wollte nur sehen, rechter Arm oder linker Arm, der Arm, mit dem er dich packt oder der Arm mit der Pistole. Tars ist kein großer Stratege und kennt sich jetzt nur nicht so unmittelbar gut aus mit der Wirkung von Schusswaffen, aber er kennt die Hand, die sein Frauchen packt. Ja. Und das ist die Hand, die er beißt. Also Tars schießt also nach vorn und beißt dem also in den linken, ins linke Handgelenk. Ja. Ja. Also während ich natürlich mit meiner Hand voll Erde in sein Gesicht werfe. Oh, die wirksame Heilerde. Also du wirfst ihm also die sorgsam gesammelte Heilerde ins Gesicht. Also er schreit auf, ruf den Hund zurück! Ruf den Hund zurück! Der hört aber nichts. Genauso wenig wie ich. Okay. War nicht witzig. Ja, war gut. Ja, was willst du denn als nächstes tun? Ich habe mich jetzt schon losgerissen. Ja. Und greife nach Lukas und werde mich auf jeden Fall Richtung Lager zurückziehen, aber guck ihn weiter an. Du ziehst Lukas auch, du hilfst Lukas auf die Beine. Ja. Ach, mein Kopf! Stell dich nicht so an, Lukas. Ich noch einen Verdienstorden. Nein! Wachse, wieder die Nonne rettet! Wachse, Brommel. Ruf ihn zurück! Ich erschieß deinen Hund! Ich erschieß deinen Hund! Ja, Lukas reißt sich nicht von dir los, weil du hältst ihn ja nicht irgendwie in einem Würgegriff oder sowas. Nein. Weil er löst dich von dir, weil du, ein Dreck wirst du wirst das nichts tun! Und Lukas zieht sein Bajonett. Natürlich. Er hat einen Säbel. Ja. Nein, er hat ein Bajonett. Nur ein Bajonett. Wenn er einen Säbel hätte, hätte er keinen Säbel. Ja, Weichselbraun ist derweil damit beschäftigt, seinen Arm zu retten. Und er haut mit dem Knauf seiner Pistole Tars gegen den Kopf. Tars, der zwar jederzeit für dich kämpfen würde, aber kein echter Kämpfer ist, steckt es nicht gut weg. Er lässt los und geht erstmal winselnd zurück und zieht sich ein Stück zurück. Weichselbraun levelt die Pistole auf Tars, der sich da also flach am Boden rückwärts zurückzieht. Und Lukas springt ihn an. Also Lukas springt ihn an und reißt ihn zu Boden. Und ein Schuss löst sich. So, Was hast du da gerade gewürfelt? Können wir mal einen Vote im Chat machen? Ob der Schuss Schwester Sophia trifft, Lukas oder Tars? Okay. Ja? Was? Wird Zeit für eine Umfrage. Aber Lukas hat doch mit dem Bajonett dem die Hand abgeschnitten. So ganz hell. Leute, wir basteln. Alle sind für Lukas. Alle sind für Lukas. Weißt du, okay, wir brauchen nicht mal eine Umfrage. Wir brauchen keine Umfrage, das ist eindeutig. Aber es ist ja, dafür hat er ja sein Abzeichen, ja, sein Metallstückchen. Das trifft ihn zwar, aber gegen seine Plakette. Ja, also ein was ist das Ergebnis? Lukas. Okay. Also es knallt einmal dumpf. Du weißt nicht, wen's getroffen hat. Dann rollt Weichselbraun Lukas von sich runter. Lukas hält sich die Seite. Die Seite. Ah, Kacke! Du blöder Basi, hast mich angeschossen! Du hast Lukas angeschossen? Hab ich meinen Stock. Natürlich, du hast deinen Stock immer dabei. Alter, der liegt noch auf dem Boden, ne? Richtig, aber du kannst ihn aufheben. Den. Was willst du mit dem Stock machen? Nö, ich würde ihn auf den Sternhammer und niederlassen. Weichselbraun. Ich habe nur gelesen, hoffentlich ist der tot. Jetzt einmal witzig. Ja. Du greifst deinen Stock und du greifst ihn an. Ich hänge an Lukas, auch wenn ich es ihm nie sagen würde. Ja, gut, dann würfel mal einen Angriff. Das ist Routine. Lichtverhältnisse sind egal, denn du bist im Nahkampf. Im Nahkampf macht Licht nichts, außer es ist völlige Dunkelheit. Du hast durch deinen Stock einen Bonus, glaube ich. Das ist eine Behelfswaffe. Ja. Was haben plus wir denn? Plus eins. Ja. Ja. Plus eins Schaden. Was steht da im grünen Ding? Plus drei. Sechs. Bonus im drei. Ja. Plus drei. Okay, also. Das ist der Bonus. Du hast, glaube ich, keine Kampffertigkeiten. Nein, ich bin eine liebe Schwester. Ja, das heißt, du benutzt zwei Attribute, um deinen Pool zu bauen. Es wird Zeit, dass wir die Nase ein zweites Mal brechen.
Also, ich bin sehr empathisch und habe echt Mitleid mit Lukas und werde deswegen richtig stinkig. Das gibt mir 6 Punkte. Ja, okay. Und ich bin relativ schnell und geschickt jetzt, kann ich mich nicht entscheiden. Ja. Ich glaube, ich bin einfach gerade richtig schnell. Schnell, ja. Schnelligkeit hast du? 5. Und Empathie lasse ich dir dieses eine Mal durchgehen für den Moment der Rage. Um jemanden zu vermöbeln. Und letztlich verprügelt man Leute nicht mit Nächstenliebe. aber die machen mich Moment, einfach stärker, weil ich für einen Freund in dem entstehe. Fall finde ich das wirklich lustig, ja, dass die Krankenschwester jemanden mit Empathie vermöbelt. Ja, das ist einfach großartig. Du, ich treffe ja keine wichtigen. Empathie war? 6. Ja, ich das super. Gut, dann hast du 11 und die 3 vom Stock, ne? Ja. So. 14. Die, Bonus, ja. Ich hab noch nie so einen Bonus benutzt. Plus 1 W. Was? Kill him with kindness. Ja, 14 plus 1 W. Die Grundschwierigkeit Routine ist 15. Das schaffst du also automatisch, wenn du nichts durch. Du triffst ihn grundsätzlich automatisch. Bin ich bin schon ja. bei, ja, aber. 15, ne? Ja. Ja, du kannst ja. auf jeden Fall los. Stelle würde ich ja direkt mal verkaufen. Du kannst Opfer bringen und nach deiner Probe, um das Ergebnis zu verbessern. Ja. Und du kannst nicht, Risikowürfel kaufen. Vergiss nicht, dass du nicht neu würfeln darfst. Richtig, du hast keine Fertigkeit im Pool. Das heißt, wenn du Risikowürfel kaufst, darfst du keine Würfel neu würfeln. Ich kann dir auf jeden Fall eins sagen, Nadine, der Chat ist bei dir. Ja. Also die Zuschauer wollen jetzt auch, die wollen auch Blut sehen. Die Kriegernonne der Nonne. Die wollen noch so einen Würfel. Was ist denn, wenn die Nonne ganz barmherzig gleich dem armen Weichselbraun vergeben möchte? Das ist doch auch nur ein armer, reumütiger Sünder bestimmt. Nein. Das könnt ihr doch nicht vorgeben. Ich glaube, der kriegt also, den Stock in die Fresse. Er hat den Hund geschlagen. Ich weiß noch, Lukas, aber er hat den Hund geschlagen. Ich habe eine gewisse Theorie, dass er wahrscheinlich aufs Maul kriegt. Blut für den Blutgott. Schlag ihn so doll, bis seine Mutter ihn verleugnet, finde ich auch einfach richtig. Also ich hätte ja gerne ein Ja und, weil er hat ja noch immer eine Waffe. Ja, das müsstest du dann vermutlich herbeiopfern im Nachhinein. Ja. Du hast ja nichts sonst, was du da machen kannst. Aber sie darf einen Würfel dazu kaufen, weil sie eine Fertigkeit genutzt hat, right? Was? Ja. Nein. Nee, ich habe keine einzige Fertigkeit. Sie hat ihren Pool. Die kann Würfel kaufen. Was war das jetzt? 14. 14. Du kannst bis zu 2 Risikowürfel kaufen. Das heißt, dass du bis zu 3 Opfer bringen darfst. Oh ja. Für jeden Würfel, genau. Opfern darf man nämlich abhängig von den Würfeln. Mhm. Je mehr Risiko du eingehst, desto mehr darfst du opfern. Wenn sie noch einen zweiten Würfel holt. 2 Blitze wirft zur Standard. Ja, dann geht das völlig ab. Ja, Vargas mit dem Fettiges saufen wir morgen aus seinem Schädel, Freunde. Ja. Ich treibe extra gerade Wein auf. Ja, sehr gut. Ja, du, so eine, oh, so eine Bibel mit... Da fällt mir allerdings was ein. Echt Hauteinwand? Sophia hat diese Fähigkeit, dass sie Vorteile erzeugen kann. Das kann sie auch für sich, ne? Ja. Ja. Das ist also Gottes Beistand, den kannst du dir auch selbst herbeiholen. Also, weil ich gerade so schnell bin mit meinem Stock, opfere ich den Punkt Ausdauer. Den mache ich jetzt schon, weil ich noch ein Stoßgebet lossende, weil ich natürlich weiß, dass ich den überwältigen will und diese Waffe an mich nehmen will, weil der tut niemandem was. Dann werde ich dich vernichten. LOL! Du bist Sailor Moon! Wanderstab! Sieg und Sieg! Du nutzt deine Spezialfähigkeit, um 3 Vorteile zu erzeugen. Ja. Okay, du kriegst also nochmal 6 Bonuspunkte. Du bekommst 3 Vorteilspunkte. So. Stark. Mhm. Jeder, also die kannst du verwenden. Jeder davon ist 2 Punkte wert. Okay. Du kannst sie auch aufbewahren, falls du angegriffen wirst. Du kannst sie auch behalten, um dich danach besser verteidigen zu können. Denn Vorteile helfen ungemein bei der Verteidigung. Aber für den Blutgott hilft das natürlich nicht. Ja. Also ich würde sagen, dass 2 davon direkt in meine Aktionen reingehen. Ja. Fühle ich. Stark. Ich bin auch gut. So ist der Ding entstanden. Dann sind wir jetzt bei 18. das wir heißt, haben die Faust des Gardasees und wir haben Faust Gottes. Ja. Du kannst bis zu 3 Würfel jetzt kaufen, da du 18 Punkte hast. Ich würde 2 nehmen. Gut, dann mach das. Mhm. Dann hast du 8 im Pool plus 3 Würfel. One-Punch-Nun. Der ist einfach zu. One-Punch-Nun finde ich immer so stark. Das könnte ein One-Punch-Nun werden. Das kann voll nach hinten losgehen. Ne? So. One-Punch! 3 Würfel. Wie viel möchte ich haben? 20? 25? Alles, was geht. Okay. Du möchtest am Ende auf 25 kommen. Du kannst auch gerne direkt reinwürfeln. Wenn du willst. Ja. Oh, wir haben eine 9. Oha. Und eine 5. Oder kommt eine noch 14. Einer? Und eine 5. Kannst du eine 19? Nee, kann sie nicht. Nein. Ah, nee. Das heißt halt, Fertigkeiten. Die 2 gekauften Würfel waren aber auch nicht umsonst. 27. Das heißt, mir fehlt nee, mir fehlt gar nicht. Mir fehlt nichts. Das ist Alter, ein Ja. Also Schwester Sophia greift sich ihren Stock, nimmt diesen Stock in beide Hände, hebt ihn hoch über den Kopf und mit einem
Schrei, der das Blut in den Adern gefrieren lässt, was nicht als medizinische Therapie gilt, lässt sie also ihren Wanderstab auf Weichselbraun runtersausen. Ja. Ich hab gerade so Wedding Peach Vibes. Okay, ja. Ja, wie sieht denn deine weitere Planung aus, wie es nach dieser ersten Stockattacke weitergeht? Dem geht's richtig schlecht. Damit hat er auch überhaupt nicht gerechnet. Deswegen würde ich mir sofort auch noch die Waffe schnappen. Weil nochmal auf Lukas schießen tut der nicht. Okay. Ich wette, er ist einfach der erste Soldat, der jemals dort in dem Abschnitt von einer Nonne verprügelt. Also Sophia schlägt mit ihrem Wanderstab einmal, zweimal, dreimal auf ihn drauf. Also du triffst ihn auf den Rücken, du triffst ihn auf die Schulter. Er dreht sich zur Seite, er hebt seinen Arm hoch, um sich zu verteidigen. Und du schlägst ihm auf den Arm, er schreit auf und er verliert seine Pistole. Er kriegt so ein Stück zurück, er hält sich den Arm, schaut zu seiner Pistole rüber und versucht nach der Pistole zu greifen. Du packst den Stock an den Gang zur Seite, kniest dich hin und hebst die Pistole auf. Ja. Die möchte ich natürlich nicht lange behalten, weil damit kann ich nicht viel anfangen. Da packst du den Stock wahrscheinlich nicht weg. Nein. Hältst du wahrscheinlich in der Hand. Ich werf die Waffe zum Lukas rüber. Ah, du hebst die Pistole. Sie einfach nur ab. Du hebst die Pistole auf, wirfst sie zu Lukas rüber. Weichselbraun. Einfach nur in die Schnauze. Hebt für einen Moment die Hände, als du die Pistole greifst. Und als du die Pistole wegwirfst, rappelt er sich auf und schleppt sich davon weg von dir. Weg da, naja, in die Sackgasse am Ende von dieser Klippe, wo du weißt, da geht's nicht weiter. Aber er flieht da jetzt erstmal hin. Lukas greift die Pistole. Scheiße, der hat wirklich auf mich geschossen. Er stützt sich auf. Wo ist er hin? Da, ins tote Ende. Feuer im Perimeter, ruft irgendjemand. Was ist los? Waffenreinigungsfehler, meint Lukas nur und stolpert dem hinterher. Ach, Lukas. Mach das nicht nochmal, du blöde Sau. Das war das Schlauste, was Lukas ihr gemacht hat. Ich bin ja, danke. Ich gebe mir Mühe. Und eilt dem hinterher mit der Pistole. Tars ist an deiner Seite wieder, reibt sich an dir und ist ganz verstört. Er hat so ein bisschen Blut, dass ihm die Braue runterläuft, da wo er mit der Pistole geschlagen wurde. Tars, oh Mann. Eigentlich ist es gewohnt, dass Soldaten sich freuen, wenn er zu ihnen kommt. Er ist schließlich ein Gnaden und er bringt ihnen Morphium. Und Kokain. Jetzt können das selbst das auch. Happel ist bester Freund, ne? Also der Kokainhund. Nimm die Hände hoch, du Schundkerl! Was willst du tun? Ich beobachte das erstmal. Also du folgst ihnen? Ich folge ihnen, aber ja. in einem guten Abstand. Und ganz groß. Mach mich richtig groß. Ja, Weichselbraun steht an den Sandsäcken mit dem Rücken zum Abgrund. Neben einem MG-08, das da in Richtung Niemandsland zeigt. Stützt sich auf dem MG mit der Hand ab. Lukas hält nur die Pistole etwas höher. Daran würde ich nicht mal denken, dass das Ding ist tonnenschwer. Er guckt auf das MG und stellt fest, dass er selber nicht daran gedacht hätte. Aber jetzt denkt er noch viel weniger dran. Nimmt die Hand wieder weg. Hey, Junge, hör zu, das war ein Missgeschick. Ja, fein. Schwester Sophia, was machen wir jetzt? Was ist denn hier überhaupt los? Das geht doch nicht um Dreck. Das ist doch kein Streit um Dreck. Was denkt der denn, was du gehört hast? Ich weiß es nicht. Ich habe nur Würmerhusten hören. Ich habe da nichts gehört. Das gebe ich doch nicht zu. In der Sit... Findest du? Ich bin nicht da. Ich bin nicht da. Richtig. Du bist da. Also, nee. Warum würde das auch nicht zugeben. Warum hat der denn eine Pistole? Ich hab... würde ihn erschießen, verscharren und weitergehen. Sorry. Ja. Nee, ganz ehrlich, Lukas ist eine Labertasche. Das ist richtig. So, also ich kann mir das ja lange überlegen, aber wenn ich jetzt zugebe, dass ich was gehört habe, dann du kannst ja auch nicht einfach den Weichselbraun umbringen. Also lassen wir den jetzt, melden wir jetzt, dass er auf mich geschossen hat? Oder lassen wir den jetzt gehen? Oder ich meine, ich kann ihn nicht umbringen. Ich meine...
Aber ich weiß, was wir machen können. Er dreht sich plötzlich zu dir um. Ich sehe immer noch diesen Russen, den ich in Wolkowitz zerstochen habe. Oh, jede Nacht, wenn ich schlafe. Nicht schon wieder. Ich will ihn nicht auch noch in meinen Träumen sehen. Ich habe allen Leuten gesagt, dass ich dir das Leben gerettet habe, weil die wissen wollten, warum ich geheult habe. Und dann habe ich gesagt, ich habe geheult, weil ich Lukas, dich beinahe nicht hätte beschützen Lukas können. Dabei heule ich nur, weil ich diesen Russen Lukas, immer sei still, konzentriere dich. Ich lege meinen Arm, einen Arm lege ich um Lukas. Ja, Lukas. Weichselbraun peilt irgendwie seine Chance, ob er jetzt irgendwie entkommen kann. Tars steht nämlich noch. Knurrt. Also, Lukas, gutes wir machen Hundi, das. Gutes Hundi, gutes Hundi. Was machen wir denn jetzt? Du musst mir nicht mal eins sagen. Der hat doch nicht versucht, mich wegen Dreck Lukas, zu erschießen. Lukas, halt still. Die Russen versuchen uns schon wegen Dreck zu erschießen und wir erschießen sie wegen Dreck. Alter, ich nehme meinen Stock und zieh dem Weichselbraun einen über den Schädel. Okay, du löst dich von Lukas und bam, haust ihn um. Das so ist das Letzte, was Weichselbraun gebraucht hat. Der liegt jetzt hier schön im Dunkeln. Ausgenockt in einem Zug. Genau. Lukas, wir gehen. Wir gehen jetzt zurück zum Lager. Du hast nichts gesehen. Ja, in Ordnung. Aber ich verstehe auch nichts. Ist doch auch nicht so wichtig. Nimm die Pistole. Hier. Ja, Lukas stützt sich an der Seite ab, geht da zu der Einbuchtung, wo das ganze Material für die Verteidigung ist und wo die Fahne ist und das Seil und mit dem die festgezurrt ist, zieht sein Messer, schneidet ein Stück von dem Seil ab, von dem Fahnenseil. Wenn er aufwacht, dann meldet er, dass du ihn niedergeschlagen hast. Und ich habe auch noch nicht verstanden, was passiert ist. Ich bind den jetzt zusammen. Das ist vielleicht eine gute Idee. Dann gehen wir zu den anderen. Und irgendjemand muss wissen, was hier läuft. Ja, Lukas fesselt den. Und nachdem er ihn fertig gefesselt hat. Und geknebelt. Kippt er um. Okay, ich guck mir mal Lukas Seite an. Ja, das ist eine Fleischwunde. Das ist, nichts Schlimmes. Da hat er gestreift. Ja. Ein Loch in der Uniform. Die Kugel ist an den unteren Rippen, also den untersten Rippenbögen abgeprallt. Also abgeglitten zur Seite. Das sieht hässlich aus. Das muss genäht werden. Das blutet. Das tut bestimmt tierisch weh. Aber es ist keine lebensbedrohliche Verletzung. Aber er ist bewusstlos geworden. Okay. Das passiert manchmal, wenn Männer oder Frauen oder Menschen im Allgemeinen glauben, dass sie gerade sterben. Ich habe ja zum Glück Tars bei mir. Der hat ja auch seine Tasche dabei. Ja. Deswegen werde ich hier noch einen Vorteil von mir einsetzen, weil ich da auf jeden Fall Riechsalz drin habe und einen Verband. Und das dann notdürftig versorge und ihm einmal so richtig schön das Riechsalz unter die Nase halte. Versorgst du ihn erst oder wächst du ihn erst? Nee, ich versorge ihn erst. Ich bin ja kein Klingt nach einem guten Plan. Ja. Er wacht dann also relativ sanft auf, also sanft, man hat von Riechsalz aufwacht. Ne? Mhm. Riechsalz ist so dieses, da kommt der Teufel des Gestankes und gibt dir eine Backpfeife rechts und links. Widerliches Zeug. Er guckt also hoch. Wo bin ich? Wo sind wir? Lukas, wir haben Heilerde gesammelt und wir müssen jetzt ganz schnell zurück ins Lager. In Ordnung. Er lässt sich unterhaken und ja, du bist gut darin, Verwundete und Kranke zu transportieren. Das kannst du ohne Herausforderungen abzulegen, selbst wenn es schwierig ist. Du transportierst Lukas zurück zum Lager. Und ja, dann wohin? Wen suchst du? Ich gucke mich immer noch nach Breuer um. Ob ich den sehe, weiß ich nicht genau. Prima, denn kaum bist du fast beim Lager, siehst du Breuer bei einem der nahen Bunker bei den Wachposten stehen, wie er mit zwei Soldaten der Wachmannschaft redet und sie gerade Zigaretten tauschen. Habe ich meinen Wein gekriegt? Habe ich meinen Wein gekriegt? Nein, hast du nicht. Verleihung von Lukas nächstem Orden wird naja, so eine schöne. Also du konntest keinen Wein stehlen, aber du konntest welchen kaufen, wenn du wolltest. Nein. Auf jeden Fall, das lassen wir nicht entgehen. Ja, also du siehst, das ist aber auch und du steuerst dorthin. Wir wechseln in das Minenfeld.